herzlich willkommen bei GTA 5. Wir wollen heute ein bisschen Geld verdienen. Unter anderem haben wir ein Heist vor uns und ja, alles, was irgendwie Geld bringt. Denn ich habe ein bisschen zu viel ausgegeben die letzten zwei Tage. Nee, gestern. Zuerst mal Ei Asgard, Shotname, schön, dass ihr da seid. Da ist der Asgard auch schon im Spiel. Und hallo, Xem. Ich hoffe, das ist so richtig ausgesprochen. Asgard, deine Karre rostet. Guck dir Asgards Spielfigur an. Sieht irgendwie auch ein bisschen komisch aus. Ja, so, mit dabei ist der Lincoln heute. Den habt ihr gerade schon gehört. Oh. Der Andy. Hi. Und der Peter. Und der Asgard sieht wirklich komisch aus. Hat er sich umoperieren lassen? Ist ja das, also das sieht aus, als könnte das eine Pussy sein da unten. Oh. Ach nee, nee, vergiss es, die hat er im Gesicht. Guckst du dir mal an? Aber die ist quer. Das nennt sich Mund. Ach so. Upsi. Ja. Wie, Shotname auf Twitch steht noch Atlas, das ist aber falsch. Falsch und habe ich so auch nicht eingestellt. Hey, sollte eigentlich da nicht stehen, also zumindest müsste Restream eigentlich was anderes übermitteln. Ich habe es jetzt nochmal refreshed und hoffe, dass das jetzt funktioniert. So, machen wir erstmal alles wieder auf. Hatte ich schon erwähnt, so, der Peter, der will auch mitspielen. Peter, ich bin online schon. Wie gesagt, klappt das nicht gleich, könnt ihr alleine spielen. Dann wird direkt wieder deinstalliert? Ja. Machst du dann Fehler lesen heute von? Machst du dann heute den Dr. Rage Quit? Ja, was mache ich dann heute? Oder so wie Fight. Ah, alles kacke hier, zack, wird deinstalliert, wo weg. Na, wie immer dann Warfare 2 und Apex. Nein, aber wenn das mal nicht klappen sollte, dann. Ey, was ist das denn? Voila. Shit-Fans. Mensch, das hätte aber gescheppert, wenn du nicht, Ja. Ich muss mal gerade eine Weintraube suchen gehen. Ist mir gerade irgendwie abhanden gekommen. Pass auf, Mann. So. Weintraube ist gefunden. Wird jetzt aber nicht mehr gegessen. Warum nicht? War so zwischen deinen stinkigen Füßen. Schön paniert. Schottnamel, das ist interessant. Das ist wirklich interessant. Ich lade schon mal ein. Ja, guter Plan. Ach so, ja gut, mach das. Du lädst direkt in die Mission schon ein. Hey. Das wäre natürlich jetzt vielleicht doch schon sinnvoller gewesen. Wir hätten gewartet, bis Peter dann auch soweit ist. Ja, ich warte noch auf Peter. Wie, du wartest? Du hast mich doch schon eingeladen. Ich bin doch schon da. Der Andi ist auch schon völlig begeistert. Was? Interessant, interessant. Also, Schottenhammel, das ist definitiv anders eingestellt. Ich habe keine Ahnung, warum das so angezeigt wird. Ich habe es, wie gesagt, auch nochmal refreshed, also... Was ist... Wie sieht's aus, Peter?
Lass mich erstmal ins Spiel laden. Also. Ich meine ja, ob er lädt oder ob er schon wieder. Jetzt lädt er gerade noch. Wie diesen kleinen Bildschirm, wenn du das Icon aktivierst. Naja, kann man nichts nochmal aufs Handy gucken. Oh, Vollbild schon. Vollbildmodus. Also. Ja, ich weiß, glaube ich, wo eventuell ein Fehler liegt. Was? Obwohl, eigentlich dürfte das gar nicht sein. Hab ich gerade auch geguckt, auf jeden Fall steht da wirklich Atlas. So, auf ein neues. So, jetzt kommt der Jahrhundert-Ladebildschirm. Naja, ach, das Spiel ist. Die Ladezeit aus diesem Spiel ist echt katastrophal. Bin gespannt, wenn die jemals GTA 6 bringen sollten. Ob das wird genau, das wird noch länger. Ja, ob das dann wieder so wird. Sicher. Also, ich gehe mal davon aus, auch aus, dass das Problem dabei liegt, dass das Spiel einfach zu Facetten, so viele Add-ons oder so viel dazwischen ist und die ganzen Modder dabei noch. Die ganzen Modder, genau. Bei Anno ist aber die Ladezeit auch ordentlich. Naja, nicht kurz, aber auch nicht so lang wie bei GTA. Was? Oder bei Apex, nicht bei Apex, bei Anthem ist auch die Ladezeit ziemlich lang, finde ich. Finde ich nicht. Nee, finde ich jetzt eigentlich auch nicht so wahr. Also ich habe es ja vorhin mal wieder gespielt und geht eigentlich recht fix, jetzt von der Hand. Du hast heute sogar schon Apex gespielt? Ja, und gestern? Anthem? Ja. Mit Bomber oder mit wem? Alleine. Mhm, gestreamt? Ja. Und? Weiß ich, kann ich jetzt gerade so nicht sagen. Nee, das war jetzt mehr darauf bezogen und ist jetzt das Spiel großartig anders wie vorher, oder? Ja. Ja, das, was du ja in dieser Beta oder was das war, gespielt hast, spielst du zwar so auch, aber es ist diese freie Welt, was wir gespielt hatten, ne? Mhm. Die ist noch facettenreicher jetzt. Da sind noch mehr Sachen dazugekommen. Okay. Und auch anders. Also finde ich jetzt. Ja, okay. Jetzt hier. So an sich und um überhaupt jetzt irgendwelche Sachen herstellen zu können, musst du ja auch die ganzen Rohstoffe sammeln, fahren und fliegen und so. Und das Fliegen, finde ich, ist jetzt auch viel einfacher geworden. Okay. Was heißt viel einfacher? Also. Also nicht so. Wenn du die Maus bewegst, dass du es nicht so ruckartig denn gleich irgendwo anders hin steuerst und so. Das ist viel ruhiger geworden, das Fliegen. Ja, das ist. Okay, das ist schon mal viel wert. Sehr interessant. Also, mein Tablet kein Internet kriegt über WLAN. Denn es ist eigentlich. So, ich bin jetzt geht es? Online. Das ist ja schön. Schattenhammel, ich denke, das wird sicherlich hinter verschlossenen Türen ablaufen, die Planung zu GTA 6. Also aber ich habe gehört, GTA 6 soll zum 2022 kommen. Da haben sie sich aber ganz schön Zeit gelassen, die Brüder.
Ganze 9 Jahre. So. Ich darf laufen, ich darf laufen, ich darf laufen. Okay, also geht es jetzt endlich? Ich darf in mein Auto einsteigen. So, jetzt muss ich aber trotzdem nochmal was einstellen. Schottenhammel. Ja, Andy hat Level 289, genau, ist richtig. Aber wenn der Lincoln so weitermacht, hat er in 3 Wochen das Doppelte. Der Spiel ja dauert. Ich hab mich auch überholt. Ja, eben. Relativ fix. Ja, gut, da liegen ja noch jetzt ungefähr 150 Level dazwischen. Oh. Nein, 2013 kam GTA 5 raus. Hab ich ja gesagt, das wären dann 9 Jahre. Nicht 2008. Schotten. Tö. Schotten? Tö? September 2013 kam es raus. Nee, Lincoln hat das Spiel, glaube ich, erst seit 2,5 Jahren? 2018. Ja. Ja, nicht mal ein Jahr. So. So. Ich hab dich eingeladen. Ich darf mitmachen. Ich bin noch gerade im Stadtbildschirm. Lincoln, zu schnell. Wo ist denn die doofe Einladung? Da. Sonst breche ich ab und schicke noch mal eine. Nee, habe ich. Einen Schotten haben wir. Ja. Der Lincoln ist im Moment quasi Vollzeit Los Santos-Bürger. Ja. Hauptberuflicher GTA-Spieler. Ja, so meine ich das. Was mich gerade ein bisschen wundert, ist, dass ich bei mir auf dem Discord so ein Stream-Archiv habe, ne? Da wird ja mein Nightbot automatisch die Streams einbinden. Aber warum geht das nicht? Ich hab da Waffe, schwere Panzerung gekauft. Ja. Ja. Alles. Dann versuche ich das mal mit dem Hacken. Ja, da muss ich hier immer auf den Desktop switchen, um zu gucken, wie das funktioniert. Weil hier fotografierst du doch mit dem Handy ab? Wollte ich gerade sagen. Ja. Abgesehen davon habe ich so von den letzten Malen das Gefühl, die Zeit hast du, um kurz mal rauszuswitchen. Ja. Wir machen es ja 3-7 Mal. So, mit wieder Strom schalten. Das fühlt. Wer weiß, schaffen wir es beim ersten Mal. Schwierig, aber. Die ganze Zeit war mein Tablet ganz normal im WLAN. Jetzt ist er wieder drin. Gestern habe ich es einmal vom Ladekabel weggenommen, weil ich es kurz mal mit in der Wohnung rumgeschleppt habe. Und was war? Wollte er Mobilfunk haben. Also quasi über LTE. Aber jetzt scheint es wieder zu gehen. Kann ich starten, Peter, oder? Ob du richtig siehst, das siehst du, wenn das Licht angeht. So. Pre-Screen rein. Ich will jetzt auch keine Anmoderation machen, die fällt heute aus, wegen ist nicht und ja. Ist nicht, weil hat nicht. Genau. War das jetzt schon deine Anmoderation? Nein. Hätte sein können. Ich hoffe, ihr habt Snacks dabei. Wie meinst du das jetzt? Also, für die Mission. Snacks, damit man Achso, seine... Ja, ich war beim letzten Mal danach direkt bei der Assistentin und habe alles voll gemacht, was geht. Ich habe auch irgendwie den Eindruck, inzwischen haut jeder Treffer irgendwie dreimal so doll rein oder sowas. Ich starte jetzt, oder? Hi, Peter? Der coole Nursche. Grüß dich.
Nein, wir haben keinen Platz mehr frei. Wie du siehst, wir sind vier Spieler. Und der Heist geht leider nur zu viert. Wir wären auch froh, wenn wir mit mehr Spielern hier rein könnten. Ich nehme es einfacher. Ja, für jede Tür einen Spieler, das wäre gut. So, wunderschönen guten Abend. So, da bin ich und es kann jetzt losgehen. Das war jetzt deine nicht vorhandene Anmoderation wegen ist nicht, oder? Genau. Okay. Hallo auch an die Zuschauer von Peter. Und was mich gerade ankotzt ist, ich habe Radio im Hintergrund. Winkel, denk dran, ich habe gestern viel Geld ausgegeben, ich brauche Geld. Ja, ich bräuchte auch so ungefähr 500.000. Ich glaube, das wird nichts. Nee, das wird kritisch. Warum? Es gibt leider nicht so viel Geld. Außer alle anderen verzichten. Man kann hier in seiner Mission nicht weniger als 50% haben. Das ist dort. Peter, wir warten auf deinen bereit. Ach. Ach. Wow. Ich finde, der Andi, der macht mir Angst so vom Aussehen her. Ich lächle doch freundlich. Du lächelst freundlich, ja, aber auch nur weil du keine Lücken mehr hast. Ja, kann ich dann bereit drücken? Ja. Geh da unten. Auf Enter. Auf Pornhub? Nein, auf Twitch. Ich. Geht nicht. Enter geht nicht. Dann warten wir, müssen wir warten, bis weitergeht. Der streamt auf dem Beamer in seinem Garten. Für die Nachbarn. Boah. Ich finde es ja immer noch schade, dass das damals nicht geklappt hat mit der Bewerbung also in der Ecke und mit dem Haus bei euch. Ich habe einen Platz abzugeben für GTA 5. Und wieso? In einer Minute 20 ist der Wartebildschirm durch und dann geht's automatisch los. Ja, da gucke ich zu, lehne mich zurück und bleibe auf meinem Fleckchen stehen, wo ich stehe. Weil einfach gar nichts mehr geht? Genau. Mal probiert mit Alt und Shift? Yep. Oder geht seitdem nichts mehr? Doch. Ja, hallo Schottenhammel, danke, dass du bei mir mal vorbeischaust. Aber ich würde sagen, GTA 5 ist... Ja, verbuggt heute bei dir. Aber nur so ein ganz, ganz kleines bisschen. So. Mir wirklich ein Rätsel. Ja. Ja. So, wer möchte denn gerne einen Platz bei G5 haben? Ich verkaufe. Ja, wir hätten ja noch den Alex. Nur jetzt geht's weiter. Ja. Kannst du gar nichts auswählen? Nö. Auch kann rein nicht. Und rauszoomen? Ja. Nö. Ich kann es nur rein und rauszoomen. Achso. Hab ich ja noch nie gesehen. Q drücken kann ich auch nicht. Ja. So, meine lieben Leute. Danke fürs Zuhören. Ich verabschiede mich jetzt hier von meiner Seite wieder aus von GTA 5. Schottenhammel, danke fürs Reinschauen. Und ja. Adieu. Auf Wiedergeschauen. Start nochmal komplett neu bei dir. So, kann man bei den GTA-Spieldateien sowas machen wie die Dateien überprüfen oder sowas? Ja, das dauert halt nur ein bisschen bei über 80 GB. Was willst du denn noch für Dateien überprüfen? Ich habe vor noch nicht einmal 3 Stunden das Spiel komplett neu runtergeladen. Ja, nützt ja nichts, wenn er dabei irgendeinen Scheiß gemacht hat und irgendwie was an den Dateien nicht in Ordnung ist. Tja. Darum geht's ja.
Wenn irgendwas fehlerhaft installiert ist oder sowas. Ja, schon, was jetzt los ist. Mein Scheiß. Scheiß GTA. Wenig so, wie ich das gerne möchte. Das hier ist definitiv nicht das letzte von mir gefahrene Auto. Ja, komm jetzt bei mir rein. Komm. Ja. Hingekommen. Egal. Mach Pause. Uns laden wir Alex oder Asgard ein als vierten Mann. Kannst du jetzt noch jemanden einladen? Ja, Asgard, stimmt. Ja, auch noch ein bisschen mehr. Ja. Das heißt, wir müssen jetzt. Können wir jetzt abbrechen und neu starten? Ja, das geht. Ich wünsche euch dann viel Spaß. Oder wir sterben mal zweimal, dann ist ja automatisch. Peter, versucht ja, nochmal, ob Peter hat das Spiel verlassen. Dein ja. Team ist ausgestiegen. Jo. Wir müssen mal irgendwo hingehen, wo wir mal einen Asgard mit reinpacken können. Andi, hast du den Discord vom Peter? Nö. Nee. Hab ich nicht. Da kannst du mir ja schicken. Oder beziehungsweise linken oder so. Peter, schickst du ihm gerade mal den Link zu deinem Discord? Ja, klar. Kann ich machen. Würde Asgard denn mitmachen? Na, ist ja ein GTA. Also. Alter, ich bin gerade sich. Hab ich schon der Ente guten Abend gesagt? Ich weiß es gerade nicht. Ich bin gerade irgendwie abgelenkt. Ich hoffe, ich habe schon. Guten Abend, Elias. Klar, macht er. Das heißt, wir müssen einmal zum Bett darüber. Ich krieg hier gleich einen Föhn, Elik, in dieser. So, ich habe dem Andi mal eine Einladung auf Peters Discord geschickt. Ja, danke. So, welches kommt da rein? Es funktioniert gerade mal überhaupt nichts mehr. Ja, können wir einfach oben in die Spielinsel reingehen. Lincoln, bist du so weit, dass du rüber switchen kannst? Weil dahin kann ich dich nicht ziehen. Ich kann rüber gehen. Alles klar, dann lass uns mega mal in die Spielinsel. Mäßig im Kreis. So. Wünsche euch dann. Ich wollte gerade nochmal zurückkommen und fragen, ob du mit rüberkommst. Ja, versuch doch nochmal, ob du es noch irgendwie zum Laufen kriegst. Das ist ja irgendwie nicht normal. Das, wie gesagt, guck doch mal, ob du irgendwo sagen kannst, der soll mal die Dateien überprüfen. Denn das ist ja äußerst merkwürdig. Das habe ich einmal gemacht. Das hat sogar was gebracht. Weißt, was ich jetzt mache? Schotten haben die Ladebildschirme, die sind hier einfach richtig übel. Das bringt mir aber auch nichts, wenn ich sage, ich deinstalliere das ganzen Scheiß wieder. Guten Morgen. Hi, Asgard. Peters, hier steht ein getuntes Auto. Oh, Peter. Los, bist du ein bisschen angesäuert? Ein getuntes Auto? Oh, wie kommst du da drauf? Weiß ich nicht, also ich habe gerade nicht verfolgt, keine Ahnung. Alter, Linkel, du. Beim GTA wenig. Ist das denn so eine geklaute Kiste? Okay. Nee, das ist keine geklaute Kiste, wenn ich, das ist meine eigene. WASD drücke, beziehungsweise eigentlich ist es egal. Es will. Oder dann springt er automatisch wieder in den Windows zurück. Er tastet mich also eigentlich so gesehen raus. Peter, wo bleibst du denn? Das ist. Weißt du, wo du bist? Ja, ein komischer Bug. Doch einfach, ich bin fast direkt vor dir. Der Parkplatz. Also Tankstelle. Was? Oh, ich lad wieder ein. Jetzt mache ich gerade Sitzungswechsel. Der Grüne hier. Der ach cool. Gut. Hast du einen da zum Wegbringen, meinst du? Nee, ganz dick hier beim LS Customs. Ja, das war halt Verkauf, aber da wird Linken das meiste Geld bekommen, weil der dein CEO ist. Na toll. Ja, dann kann ich auch versichern. Und dann später einfach verkaufen, ne?
Ja, beim Versichern wirst du wahrscheinlich mehr bezahlen müssen als beim Verkaufen. Der ist so 13.000, 14.000 wert. Okay. Bin der Klickers 15. Ich halt den einfach nicht. Ja. Ich hab auch so einen, der ist zwar arschlangsam, aber naja. Und Diebstahl. Verlust. 2000. So. Meiner. Wenn mir einer sagen könnte, wie ich die Dateien überprüfen kann, auf Fehler, dann würde ich das gerne tun. Lies, wie geht's gut? Ach, du musst die Setup-Datei von GTA ausführen. Und dann steht da irgendwo reparieren. Ich habe keine Setup-Datei. Doch, du musst in den Ordner von GTA selber rein. GTA. Ja. So, Elias, mir geht's gut. Ich hoffe dir auch. Ja. Den Launcher oder Launcher oder was? Das kann ich dir jetzt nicht beantworten. Ja. So. Gibt's jetzt nochmal so schön als Administrator ausführen. Ich wollte gerade sagen, einfach probieren. Jetzt los. Ich konnte gerade noch nicht mal an die eine Discord-Nachricht schreiben. Naja, das ist der Launcher. Wehe, einer diskriminiert mich wegen meinem Aussehen. Du hast eine Muschi im Gesicht, aber quer. Aber wenigstens lächeln wir beide schön. Ja, eindeutig. Wolltest du nicht noch Geld verteilen? Ja. Mag ja nur, weil schon so einige bereit zu sehen sind. Mach mal weniger. Bei sich, ne? Nee, er kann bei mir weniger machen. Was gehört denn? Weniger. Weniger geht nicht. Okay. Ich geb hier den Ärmsten noch. Oh, das nehme ich gerne. Geht das wieder online? Hä? Mehrere Elemente löschen? Warum das denn? Was machst du da? Bitte lass das Spiel drauf. Nicht das Spiel, während du es ausführst, löschen. Das kommt nicht gut. Was soll ich nicht machen? Was ich gemeint war. Nein. Das war Asgard. Der soll nicht, während er das Spiel spielt, das Spiel löschen. Bei wem fahre ich denn mit? Du mich jetzt nämlich im Fahrrad. Ja, yes. Oh Gott. Was für ein Moped restaurierst du? Kannst bei mir in der Garage weitermachen. Ich will morgen schrauben. Zum Morgen basteln. Ja, ich muss mal vorankommen. Guck mal draußen, 15 Grad morgen. Ja, und viel zu warm. Ich bin schon am Überlegen, ob ich mit der Aprilia einfach fahren gehe, auch wenn sie keinen TÜV hat. Du kannst auch danach gehen, wenn sie wieder schlechter. Eben. Ich hab halt Bock zu fahren. Ja, früher weiß ich auch, die Batterie ist voll und so. Ich hab Bock auf einfahren lassen. Wie bitte, du willst einfahren lassen? Ja, ganz klar. Das ist Audi. Scheiße. Hartrechtsbäume. Ich hab auch einen scheiß Flug abgeliefert. Oh. Wird nicht besser. Immer wieder diese andere Kiste, nicht ein Panzer. Ja, den Barrage nehmen wir wieder. Ja, genau. Ich hab dich durchgedrückt. Was macht ihr denn dahin? Sector, do you get paid twice as much for fucking up?
Also die Stimme von Lester. Asgard, schon. Kannst du mal aus dem Menü rausgehen? Das ist Pause, was da die ganze Zeit steht. Das blockiert die Sicht, danke. Sie holt mich auch noch der Entity. Danke, warum ist das? Ja, und das, obwohl die. Oh shit! Obwohl die Aufhängung völlig zerrissen ist. Ich hab gerade nur den Monitor gewechselt. Es ist ein bisschen nervig, die ganze Zeit immer den Kopf zu drehen. Das stimmt, ja. Und vorbeigefahren. Ah, alle fahren hinterher. Echt zu geil. Wow. Ja, ich wollte zu meiner Fälscherei, glaube ich. Ja, ich auch. Wollte auch zu deiner. Und dann wollte ich bei meiner vorbeischauen. Denk dran, wir müssen das Ding auch wieder losfahren dann. Ach, das klappt schon. Na, oh, das schöne MG wieder. Nein! Wow. Oh, was ein Intelligenzbolzen. Echt, das Auto kaputt. Ich wollte die Granate dazwischen durchschießen. In dem Moment hast du wieder ein bisschen rübergelenkt, dann ist die an der Wand abgeprallt und. Okay. Ja. Hi, BBM. Nein, kann man nicht, wir sind schon zu viert. Leute. Ey, nee. Steht da eigentlich noch oder wieder da? Ich bin noch da, ja. Und? Untergrund. Hast du das gefunden mit den Dateien überprüfen, oder? Nee. Das Ding lenkt sich wie ein LKW. Ist doch auch einer, oder nicht? Sieht eher aus wie ein Buggy. Ja. Aber ein recht großer Buggy. Ja. Und ziemlich schwer. Kurz noch so ein Spiel. Nee, ich bin auf jeden Fall im Spiel drin. Okay. Bleibst du denn noch im Spiel oder fliegst du wieder raus? Ich weiß es nicht. Hm. Echt komisch bei dir im Moment. Andi, erinnert mich irgendwie an deine Frage von vorhin. Was? Als ich sagte, wir warten noch auf Peter. Da sagtest du, hat er wieder irgendwie Internetabkack oder so? Da sag ich, naja, irgendwas ist im Moment ja immer. Damit, was das Spiel, was keine Probleme macht, ist eigentlich Rocket League. Als hätte ich's gerochen. Naja, kann man auch nicht sagen, so, so, leggy, wie das manchmal läuft. Tunnel kaputt gemacht. Hat was kaputt gemacht? Ja, irgendjemand hat doch gerade den Tunnel kaputt gemacht. Ich fahre lieber so langsam, weil wenn ich zu schnell rückwärts fahre, bricht er aus. Die scheiß Granaten, die prallen immer oben an dieser Röhre ab. Lass nicht so hoch schießen. Ja, merke ich schon gerade. Ah, das wird wieder eine schwere Geburt. Ich kenne diese Mission mal gar nicht. Tja, dann freu dich, dann wird's noch lustiger. Ich hab die schon mindestens 50 Mal gespielt.
mit einem Hacken schaffen. Wir haben ihn überfahren. Wenn wir das irgendwie mit einem Hacken schaffen, dann haben wir es glaube ich auch irgendwie geschafft. Ja, dann müssen wir noch alle Leute töten, bis keiner mehr übrig ist und dann müssen wir weiter durchkämpfen. Ich fahre diesmal nicht ganz so weit vor, wegen den Juggernauts. Also, wenn wir dann gleich hin müssen. Das ist auch immer Fässer rumliegen, was für ein Zufall. Habe ich genauso fast getroffen. Ich wollte sagen, die Granate in Richtung des Jeeps war schon unterwegs. Warum fahren wir hier eigentlich rückwärts? Damit die Granaten, die machen den Insert schneller kaputt als die MP. So. Wenn die Granaten treffen. Obwohl ja, die Minigun hier auch gut zochert. Also. Ja, das stimmt. Starten wir es dann nochmal. So, jetzt aufpassen. Jo, da kommt sie schon. Okay, ich kann nicht mehr zurückfahren. Das heißt, ja. Okay, alle tot. Ich wollte das nur aus dem Weg räumen, weil hat ja schon dran, nicht, dass wir vorbeilaufen und dann geht's in dem Moment hoch. Ja, bist du. Siehst du die Schrotflinte, die hätte ich mir noch holen sollen. Die Schrotflinte. Oder? Also ich renne jetzt nicht wieder wie ein kleiner Spacki davor. Am letzten Mal, erster Versuch. Wer will hacken? Ne, ich probiere es aber. Da ist doch nix. Geil, Outtime ist wieder an. Ich hasse diese scheiß Minigun, die ist einfach viel zu hell. Ey, hör mal auf, man sieht nichts. Okay, wer kommt mit mir hier lang? Ja, ich komme. Ach, okay. Sind wir beim letzten auch hier lang gegangen? Ja. Seid an einem vorbeigelaufen. Wo seid ihr? Ich muss zu mir. Wir müssen uns aufteilen. Diese Lampen sind eklig. Avon, where did you find these awful people? Avon, do I have a mommy? No, Clifford, just a daddy. It's for the best. Avon, by my calculations, the best thing we can do is kill most of humanity. It's really obvious when you look at things objectively. I think you're right. Avon, you have wonderful hair. It looks very natural. It is. It's a natural system of hair. In der Seite war noch einer. A business is only as good as its employees. And all Avon's employees are gonna be dead. Supply box down. Hit the next. So, das klingt doch jetzt schön fix. Ja, haben wir schon ein bisschen Übung drin, ne? Oh. Ja, hier wird's jetzt nochmal ein bisschen interessanter. Ich
Task jetzt mal wieder in den Windows zurück. Und wenn ich jetzt wieder. Schau, rein. Ja, von oben. Da steht gucken, noch so wie das Sack. Dann ist. Och, ist es denn? Ach, da war hast du ihn, ja. Ja. Oh, da sind noch ein paar. Hä? Ich krieg von hinten! Ich bin tot, aber von wo? Ich hab keine Ahnung von wo. Hä? Weiß nicht von wo. Keine Ahnung. Da ist keiner hinten. Ey, jetzt bin ich bei Lincoln gespawnt. Aber vielleicht schaffen wir es zum Spawnpunkt. So. Sollen wir die Vorräte jetzt schon zerstören? Ja. Ja, klar. Ja, die Vorräte sollen alle zerstört werden. Aber doch vorbeigelaufen, glaube ich. Ja, sind vorbeigelaufen. So, jetzt muss ich warten, bis der scheiß Juggernaut kommt. Okay, dann verschanze ich mich jetzt erstmal hier. Ja, ich habe den Gegner gefunden, der mich eben getötet hat. Er stand tatsächlich hinter uns. Ja, aber da muss er richtig weit hinter uns sein. Ja, das ist weit hinter uns. Ich konnte hier keinen sehen. Da hinten bei den Vorräten. War er. Wow. Okay. Da hat er mich da vorne kalt gemacht? Das ist doch nicht wahr. Ja, das ist schön, dass es eine Stunde später läuft. Also jetzt funktioniert es bei dir. Ja. Denke ich nach dieser Runde raus und du machst weiter. Hier ist der Juggernaut. Warum? Weil du der geplante Spieler bist und ich nur Ersatz reingehüpft bin. Ja, es ist trotzdem doof, wenn wir hier das eine haben. Und aber gehören trotzdem. Einen Juggernaut habe ich schon. Echt? Ich habe doch gar keinen gesehen. Kann man nicht mittendrin unterbrechen? Geht das nicht? Ah, hups, da ist ja ein. Alter, what the fuck, da ist er. Hab den großen. Munition kaufen, würde ich mir nicht gerne. Ich vergesse es, wir können nochmal neu starten. Ja. Sorry. Kurz vom Spawnpunkt, oder? Vom Checkpoint, ja. Checkpoint. Ich weiß, der Juggernaut hätte noch weg, mussten dann noch zwei andere Gegner. Immerhin weiter als beim letzten Mal, das erste Mal. Mhm. Das stimmt. Ja. Einfach direkt am Anfang, direkt alles tot. Eben erkennt man gar nicht, welcher das Alien ist. Er lacht nicht mehr so schön. Okay, alle. Ich hab drei Stück getötet. Nee, einen hab ich. Ich hab drei. Ich hab vier oder fünf. Insgesamt. Wer hat da Brandmunition und das ist echt so. Interessanterweise kriegt man das mit dem normalen MG schneller kaputt als mit einem leichten Maschinengewehr. Den kannst du auch schön Helis runterholen. Und welcher mit der Minigun? Ja. Oh. Das erleichtert dein Leben hier schon sehr. Ach, jetzt ist tot. Die schießen irgendwie immer nur auf mich. Ich muss ständig das nächste Mal einnehmen. Wieder nur Daumen geschossen, also ist nicht tot.
Da kommt ein Dicker. Den Dicken. Sehr schön. Der andere ist auch tot. Chaosreiter, hi! Grüß dich! Remember to take out the supplies. Any one of these boxes could contain Clifford's code. If we want to kill it and get paid, they've all gotta go. You wanna sit around shooting folks or you wanna shoot some computers? Ach du Scheiß! Ja. Ich hab Selbstmord begangen. Hast du gemacht? Nee, ich hab was. In der Vorratskiste. Verreckt. Okay, ich krieg ja noch einen Putz. Beide Tote in der Kiste. Ich muss auch mal gerade snacken. Von hinten kommt einer. Ist tot. Ich bin gleich wieder da. Habe ich. Ich hab ihm so lange in die Kniescheibe geschossen, bis er gestorben ist. Ich glaube, das Bein war abgerissen oder so. Oh, geht zu. Ja, jetzt werde ich schon wieder von hinten geschossen. Ja. Ich bin tot. Also. Na gut, das erste Mal war jetzt war halt doof. Ja, mit der Vorratskiste. Ja, das war wirklich doof. Ich stehe davor, schieß drauf und das Ding explodiert auch noch. Ja. Nächstes Mal weiß das besser, ne? Was da wohl drin ist. Nitroglycerin oder? Das nächste Mal weiß ich das besser, da stehe ich drauf. Oh. So wie die Videos, die man so sieht, wo sich jemand auf irgendwas draufsetzt und darunter ist ein Airbag. Bam, bis unter die Decke. Oh. Ja, man schon beim Zugucken Kopfschmerzen. Dicke ist weg. Einer ist auch weg. Einer steht noch. Aber der mochte mich nicht. Ich mag die Flinte. Das ist schwer, dieses LMG. Ich will ja mein schweres Maschinengewehr sagen, aber das ist ja nur leicht. Snacke mal eben. Watch out! Armored guys ahead! There's a fort in the tunnel up ahead. Oh, stirb doch, Mann. And remember to take out the supplies. Any one of these boxes could contain Clifford's code. If we want to kill it and get paid, they've all gotta go. Destroy the boxes, don't leave anything. War einer drinne. Jo. Ich bin tot. Bin bei dir. Oh.
Das Profit bin ich bei euch. Ich lasse mal sehen, wie das Profis machen. Er hat so viele Hits gekriegt, dass er noch nicht mal umgefallen ist. Wenn ihr rechts geht, irgendwo gleich den Weg rein, da ist auch jedes Mal einer drin. Warte, Granate. Jetzt ist er weg. Wird wieder ein Gegner hinter uns angezeigt? You are dead meat. Wipe out his supplies. Leave no trace. Come on. Looks like you've cut off his supplies. Now go through the blast doors into the control center. You can't let them initiate the launch sequence. What does passive aggressive really mean? Be quiet for a minute, Clifford, and figure out how to hack into the missile system. The missile system. Easy. There. Done. It's done. Already? Yes, Daddy. Do you like Dad or Daddy? Or Sir, like in an old-fashioned book? I have read 4,000 of them. I like Daddy. They just armed the missile system! Things just got a lot more serious! So. Oh, von wo? Ich werde schon wieder von hinten, glaube ich. Ja, bin tot. Hä? Ich bin nach vorne eigentlich in Deckung, aber kriege irgendwie für immer von hinten welche. Irgendwo spawnt hinter uns immer einer. Ja, der angezeigt wird. Bitte? Der aber nicht angezeigt wird. Nee. So. Habt ihr euch eigentlich schon mal angeguckt, was dieser komische Monster Truck kostet? Dieses ferngesteuerte Auto? Über 1 Million, ich glaube 1,5. Mhm. Und die hatten schon. Ja. Dieses kleine Viech. Ja, ist lustig. Habt ihr den noch nicht? Nee. Also ich könnte mir den jetzt kaufen, aber dann habe ich kein Geld mehr. Oh. Ich könnte mir auch kaufen, aber das würde dämlich sein, weil ich den einen hab. Das klingt plausibel. Oh, alle drei tot, aber ich bin auch fast schon wieder tot. Snacks aus. Absolut, können wir halt wieder was anderes machen. Dann später. Jo! Okay. Fehlt ein Gewehr. Ein Schuss abbekommen. Bei mir fehlt ein Gewehr, was ist das für eine Scheiße? Hast du bestimmt verloren oder so? Gesundheit. Danke. Extra das Headset abgenommen, damit es nicht zu laut ist. Dass hier gleich alle Zuschauer mit Ohrenkrebs irgendwie tot umfallen. Ist ja vielleicht doof. Wir werden alle mit krank. Ja. Ja, oder das, ja. Hä? Rechts war doch noch einer. Ach nee, das ist Andi, okay. Gut getarzt. Ey, jetzt habe ich die... Ja, witzig. Ich habe einen Karabiner, Spezialkarabiner und Sturmgewehr. Das Sturmgewehr war eben weg. Erst als ich dann über ein Sturmgewehr hier wieder rübergelaufen bin, habe ich es wieder gekriegt. Yo! Ja, okay. Hm? Lincoln noch zwei Versuche hingelegt. Und dann, oder... Dann gehen wir zu 8 an die Sache rein. Klar. Ja, dann vielleicht einen Bunker oder so auffüllen, weil du wolltest halt eigentlich Geld machen. Ich hab auch noch Lager zu leeren. Damit kann Peter auch helfen, im Motorradclub. Falls er noch im Spiel ist. Und wenn er noch Lust hat.
Meinst du, gleich ist totaler Rage-Out und, ich will nicht mehr, scheiße hier, wird deinstalliert. Ja, so jetzt extrem nicht, aber so. Ich habe jetzt auch mal geschaut hier, was ihr mit euren Bunkern habt, ne? Was haben wir denn mit unseren Bunkern? Meinst du Bunker kaufen? Ja. Der günstigste, wir haben 890, glaube ich, ne? Ne, 600. Oh, nein. Und der erste ist tot. Vielleicht 700.000. Also wir tun uns heute schwerer als... Links unterhalb der Luftwaffenbasis. Also an der Luftwaffenbasis ist einer. Okay. Und unterhalb ist noch einer da. Den haben Lincoln und ich gekauft. Und so wie ich das eben rausgehört habe, hat Andi den auch, ne? Ja. Der kostet 990. Asgard hat den ganz oben, glaube ich. Ja, das ist dieser kleine Rasthof oder was das ist. Also diese kleine Siedlung da neben der Straße. Da ist so ein Bunker für 990. Ich hab den im Westen. Mhm, genau, im Westen. Ja, das Gute an dem Bunker ist, den Mythos, Linken und ich haben. Nach Los Santos ist genauso weit wie nach Plain County. Also sogar vielleicht noch ein bisschen weniger und man bekommt mehr. Ja. Das ist eigentlich ziemlich mittig, ne? Ja. Okay. Los Santos ist eigentlich noch näher. Würde ich sagen. Jetzt nur die Frage. Ja gut, mir fehlen jetzt 40.000, dann könnte ich den kaufen. Oh. Das ist weg. Machen wir jetzt noch den einen Versuch und dort oder? Dann machen wir Pause. Wir können es danach nochmal versuchen, aber ich habe eh nicht mehr viele Snacks da. Also. Sind die alle? Ja. Ja. Jetzt bräuchte man eine Assistentin hier, die uns Snacks verkauft. Die hinterher rennt. Aber wenn ich mir die Basen angucke, ne, die sind ja auch Schweine, teuer. Ich hab's geahnt. Was? Soll ich was sagen? Nein, dass ich eine Granate geworfen habe in dem Moment, wo Lincoln vor mir war und die Granate dann nach unten runtergefallen ist, anstatt wegzufliegen. Ja, das wäre doof geworden. Zum Glück noch zur Seite gelaufen. Der Linke ist weg. Ich muss schon wieder schnappen. So. Der schwierige Teil kommt übrigens erst noch. Aber Linke, zum Thema Snacken, wenn du die P&Qs oder wie die heißen nimmst, dann nimmst du ja einen und der regeneriert einfach nach einer Weile. Also, da kannst du ja 30 Stück von mitnehmen. Darfst du nicht alle auf einmal nehmen? Das muss doch mal einen Moment warten. Hab ich übrigens auch erst vorhin gemerkt. Ist er weg? Ja. Die klingt geil, die Klinge. Ich hab grad ein ganz großes Problem. Musst du kacken? Aufs Klo. Nee, meine Süßigkeiten waren nicht zum Ende. Ich habe gerade voll einen mega Boss auf Süßigkeiten. Das ist wirklich ein Problem, ist mir bekannt. Die kleinen Nachwehen, wenn man nicht mehr raucht. Was? Peter hat das Rauchen noch gegeben? Ja. Zwei Wochen jetzt. Okay. Verliere. Durchhalten. Ganz wichtig. Ich muss mal kurz knistern. Wieder von hinten. Einfach von hinten. Was kennst du denn schon durch? Und alle. Meine Schicks sind auch alle, mein Tee ist auch fast leer. Das ist die Waage voll, oder wie? Das war jetzt so stillschweigend, ich wollte gerade sagen, stillschweigende Zustimmung, aber das war noch nicht mal stillschweigend. Hinter uns kommt wieder einer. Erledigt. Pause. Okay, also, jetzt weiß ich, wo der eine immer herkommt. Hier rechts um die Ecke sind immer zwei.
Der zweite kam gerade. Oh. So, wenn mein Stream gleich läuft, trinke ich gleich schön Captain Morgan. Oh, so Belohnung. Mhm. Wenn die richtig vorangeht und so. Der ist tot. Kommen da noch welche? Wipe them out! If they're clones, they don't have feelings anyway, right? Wir können eine Panzerung mit, ne? Wir gehen nochmal auf, oder nicht? Ja, wir sind weiter oben. Ich stehe nicht mehr auf. Da oben, die oben sind beide weg. Die, Juggernauts starten auf der linken Seite von dem Laufsteg. Wir müssten gleich den Checkpoint haben, oder? Aber wenn wir bei der großen, wir sind bei der dicken. Ja, da kommen sie. Ich muss Munition wieder kaufen. Juggernaut! Snacken. Einer ist tot. Headshot. Headshot. Der hat zwei Headshots kassiert auf einer Sniper und lebt noch. Wo ist er denn? Der Kleine. Gucken, wie weit die Granate kommt. Aber nicht weit genug. Put, 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 put. Fuck! Steht der Spaß wieder hinter den Rohren? Ich glaube, ich hab ihn. Oh. Ich glaube, wir machen erstmal Pause. Ja. Ja, was anderes. Das ist vielleicht ein bisschen eintönig. So, alle fortfahren. Oder rausgehen oder Zeug. Hm, hat die Hand schon über ein Bild aufwärts. Hm. Ne? Was für ein Auto jetzt bei mir spawnt. Ja, wir landen bei mir in der Hanfplantage. Ja, nö. Können wir die gleich als erstes leer machen, wenn ihr wollt. Ist der Peter noch da auf dem Server? So, meine Frage an euch alle. Ja. Wie lange kann man Captain Morgan offen stehen lassen, ohne dass er sich absetzt? Der Probe Morgan setzt sich doch gar nicht ab. Doch, eine Phasentrennung steigt, bitte. Was sollen sich denn da trennen? Meinst du, trennt sich das Wasser vom Alkohol? Nee. Weil er stinkt ganz schön, bestialisch. Du schmeißt doch weg, so teuer ist er nicht. Ich bin alleine. Ja, könnte eine Phasentrennung drin sein. Weil das ist ja nicht... kein hochwertiges Produkt, ne? Da ist ja Rum-Aroma drin und der trennt sich mit dem vom Alkohol und den anderen ganzen Geschmacksstoffen, die da drin sind. Ja, siehst du, nimmst eine Schöpfkelle, machst das Rum-Aroma raus und dann hast du nur noch den Alkohol und die Geschmacksstoffe. Ja, das ist eine Spirituose auf einer Basis von Rum, also das sagt ja schon alles, ne? Mischgetränk. Und ich weiß auch, wo man sowas herstellt. Ich bin übrigens alleine auf dem Server. Andi, mein Auto ist doch da. Warte, der steht doch da hinten. So. Mentos und Andi sind hier. Wollt ihr auf meinen Server kommen? Ich bin alleine jetzt drauf. Ja, also ich joine zu Linke. Ich mach dann mein Torrad-Club auf.
Alles klar. Dann ziehe ich auch einen Joint bei Linke. Wenn das die Mitarbeiter, die faulen Mitarbeiter nicht schon gemacht haben. Ist aber auch komisch, dann kommt so zusammen aus einem Game und die Leute verteilen sich auf verschiedene Server. Echt komisch. Vielleicht ist er beim Beitritt irgendwie rausgeflogen. Peter joint schon, sehe ich. Er zieht schon einen Joint. So. Ja, ich ziehe schon eine Line. So, mein Auto spawnt. Eine Jamaika-Flöte oder was? So. Stream starten. Ja, es geht. Es geht. Also jetzt stürzt GTA wieder ab. Stream an, buff, GTA kaputt. Mein Auto ist weg. So. Da. Wie ist das? Ja, einen wunderschönen guten Abend aus anfänglichen Schwierigkeiten. Versuchen wir jetzt mal. War ich nicht. Ihr habt gerade Peter unterbrochen. Nee. Mir fehlt gerade meine Maus. Oh, aber wir sind an der gleichen Stelle gespawnt wie das, wo wir eben standen. Bitte, bitte überfahr mich keiner. Bitte nicht. Nein. Boah, das war knapp. Das ist so krass. Du bist so PUBG gewöhnt und denkst dir, du kannst Alt drücken, kannst links und rechts gucken. So, jetzt hier, du rennst einfach rüber, kannst nicht rechts und links gucken und hast irgendwie Angst, dass dich von einer der Seiten einfach mal ein Auto erfasst. So. Ah. Ja, wo müssen wir denn? Metos muss noch. Was muss ich? Ja, der fährt gerade in die falsche Richtung. Achso, ich hatte nicht gesehen, dass ich eine Einladung hatte. Wow. Gut, ich dann werden wir mal schnell zu Medien ins Training. Im Moment angenommen. Der hat sich erstmal zu Ende getreten, dann angenommen. Wow. Der hat sich erst zu Ende getreten? Mein Typ. Motorradunfall und. Ja. Ja. Das wünsche ich keinem. Apropos, ist Elias eigentlich noch im Chat? Elias! Elias die Ente hat vorhin geschrieben, er restauriert ein altes Motorrad. Ich habe gefragt, welches Motorrad er restauriert. Würde mich sehr interessieren. So. Und ja, ich weiß, ich soll nicht immer so neugierig sein. Ist egal, ich frag trotzdem. Irgendwie fehlt noch im Unternehmen. Andi? Ja. Hat dir das eigentlich angetan? Hast du das Versuchsobjekt für den Film Anatomie? Vielleicht. Er ist der Bruder von Hannibal Lecter. An dem Hannibal geübt hat, meinst du? Ja. Ja. Der Captain Morgan schmeckt nicht ganz so, wie er sein sollte. Also abgestanden. Vielleicht ist das besser. Ups. Ich renne auch nicht. Jetzt schiebt mich so ein Hirnmonster von hinten. Besser? Ja. Ja. Sturmhaube mit einem Zylinder. Ja, vor allem die Sturmhaube ist grau, oder? Die sieht ja aus wie so ein Kettenhelm. Was müssen wir machen? Okay. Produkte verkaufen, das ist mein Auto. Oh, mein Auto. Ich bin zum McKenzie-Flughafen. Oh. Das Auto vom Meter steht immer wieder am Arsch der Welt. Ja, echt. Ich könnte kotzen. Dieses Spiel hasst mich, ehrlich. Peter, naja. Dieses mich nicht, ich würde das an deiner Stelle, also ich würde das nicht unterschreiben, dass es dich nicht hast. Wieso? Mein Auto war direkt hier gespawnt. Ja, aber was das Spiel heute bei dir abgezogen hat. Ja. Das ist halt nicht ganz so. Ich würde das nicht so ganz unterschreiben, nein. Oh, ey. Wer ist denn eigentlich als Motorrad ganz weit? Ich. Okay, du hast dich von der Straße gedrängt. Asgard, willst du bei mir mitfahren? Ihr seid aber langsam. Jo! Ach, das war Absicht! Asgard ist im Tunnel an der Wand hochgefahren und dann noch zwei Räder weitergefahren. Total geil! Okay, nicht? Oh, weiß jetzt. Kurz in den Chat geguckt, da. Habe ich wieder Zeit verschenkt. Dieses Auto ist so schwer zu fahren.
kannst warum fährst du's dann? Diesen Wagen tatsächlich nur Viertelmeile machen. Hauptsache du musst nicht lenken. Was mit dem Bad aus? Vorbeigerauscht. Alter, das fängt ja schon wieder gut an hier. Meine. Welches Auto geht? In den Bambus oder? Oh ne, ne, sagen wir nicht, wir müssen fliegen. Doch. Freu dich, wer das grüne Flugzeug kriegt. Freu! Wollen wir mitfahren und fliegen? Nein. Hier, Hubschrauber. Einen musst du mitnehmen, glaube ich. Ich kann keinen mitnehmen. Ich nehme Asgard mit. Sein komischen Kostüm. Bisschen was von. Düdelglühen. Bisschen was von was? Bisschen was vom Gollum. Das ist ja der Ringe, der da. Soll ich mich umziehen? Nee, finde ich nicht. Aber ist das nur ein Kostüm? Ich dachte, er zeigt dir sein wahres Äußeres. So, wie war das? Fliegen und trinken darf man, ne? Kommt drauf an, was man trinkt. Solange du nicht kiffst. Was habe ich gestern gelesen? Fährt ein Vampir Schlangenlinie über die Landstraße, wird er von der Polizei angehalten. So, was haben wir denn getrunken? Nur zwei Radler, ehrlich. Oh. Sehr schön. So lustig. So lustig, ein Schenkelklopfer, ne? Ja, voll. Tja, da kenne ich noch was. Ach Gott. Nee, Peter, jetzt gib nicht wieder Ausrufezeichen Witz bei dir ein. Doch? Flachwitz. Ich wollte gerade sagen, da kommen immer nur so flache Dinger bei rum. Ist doch egal. Muss man tief fliegen oder kann man einfach in großer Höhe drüber fliegen? Egal. Nee, ist raus. Irgendwas mit Alex stand da gerade. Ja, jetzt ist er wieder online. Ah, okay. Ja, ich war mir nicht sicher, ob er wieder rein ist oder ob er gerade raus ist. Nee, er ist gerade wieder raus. So, gucken wir mal. Was er so ausspuckt. Hoffentlich spuckt er nicht. Hoffentlich sinkt die wohl nicht zu. So, wo ist der nächste Punkt? Strom was? Ja, Strom was sind doof. Ja. Ja, vor allem wenn du die ganze Zeit auf dem Radar guckst und auf einmal vor dir so ein Strom was drauf. Die siehst du echt erst spät, ne? Ja. Ich hatte sogar und schon mal, da bin ich an den Strom was geflogen und der ist dann erst gesprungen, als ich dann gestorben war. Schön. Ja, hab ich mir auch gedacht. Ein AM, also ein Arschloch machst. Ja. Würde gar nicht fliegen brauchen. Wieso? So, ich hab die grünen, den grünen Bomber und der macht nicht hier. Bomber. Ich kann Kunstflug machen hier. Linke, gib Stoff! Wir hängen daher. Also ich hab nur noch zwei zum Abliefern. Ich hab noch einen. Drei. Ah, ich sehe die Rauchfackel auch schon. Waldbrand. Nee, ist oben auf dem Wolkenkratzer. Der Wolkenkratzer, Waldbrand. Nee, dann brennt halt der Wolkenkratzer. Ja. Heide, Unbekannte. Nee, jetzt stell wieder nach oben hier. So, ich bin fertig. Ich noch nicht. Da kam der dann gerade vorbeigeflogen. Ja, der gerade so bescheuert gelacht hat. Wo seid ihr denn? Mir ist lieber, er lacht, als dass er wieder einen Hustanfall kriegt. Wie ich hier bremsen, gib weiter ein Gas. Wieso denn wieder? Ich hab euch gleich. Also, Metros brauchen wir noch eins, oder? Nee, ich bin fertig. Und mir fehlt eins. War als erster fertig, oder nicht? 13 von 15 und ich hab nur noch eine Lieferung.
Da, jetzt bei Peter aus? Ich habe fertig. Ja, genau. Ich fliege nämlich hinter dem Opfer, hinter dem Täter hinterher hier gerade. Der Alex. Was ist gerade aus dem Flugzeug? Wollen wir auf der Lenke? Und das Gras sicher verkauft. Ja, die sind so gut. Alter! Ich dachte, ich bleib jetzt hier kurz in der Luft stehen und liefere das Geld direkt ab. Da kommst du vorbei gewesen. Dann fliege ich mal gleich zum Mischlabor weiter. Alter! Boah! Selbstmord am Täter. Ich bin gerade am Handy gewesen in der Bank, ne? Und ich höre nur. Rums! Glück war kein Haus in der Nähe. Peter, soll ich dich mitnehmen? Warte. So ein schönes rotes Auto für dich. Nein, das ist ein Pink. Pink passt besser. Mechanik. Wieder mit einsteigen? Ja. Ja, hier. Kannst mich dann auch gleich mitnehmen, wenn mich kein Auto anfahren würde. Scheiße. Ach du Scheiße. Ja, musst du mal stehen. Wir werden doch eh gleich von LinkedIn eingeladen. Ich müsste mich mal umziehen gehen. Ein bisschen warm in meinen Klamotten. Hast du immer noch Pelz? Ja, ich hab nur Pelz. Fifi von der Freundin gekühlt. Nein. Okay, ich lande jetzt wieder. An die Game. Ich sag doch, der lädt uns ein. Mit seinen Zylinder auf dem Kopf. Ich finde, das passt gut. Ich hätte einen Totenkopf nehmen müssen. Da wäre ich der Wichser. Ja, genau. Aber die Karre sieht ja echt schnieker aus. Meine hat noch einen Helm aufgehabt gerade. Hier, mein Mischlabor. Hier spiele ich Breaking Bad. So, hast du auch ein schönes Wohnmobil? Linkel, bist du das hier gerade? Er hat ein schönes Wohnmobil. Naja, Breaking Bad Wohnmobil. Ich könnte, guck mal, ich könnte hier auch arbeiten, so von den Klamotten her. Ja, irgendwie. Bis die Handschuhe passen dich. Wir waren einkaufen und in einem Laden lief so einer rum. Meine Frau war bei was drin? Nee, Tellywell? Irgendwie sowas. Irgend so ein Frauenladen. Ich bin halt mit unserer Kleinen außen vor der Tür geblieben und sie dann innen drin so einen Angestellten da rumlaufen. Als sie wieder rauskommt, sag ich, hast du den gesehen? Da dachte ich, ja. Der war doch garantiert schwul, oder? Okay, sie drückt das immer ein bisschen anders aus. Sie sagt immer, der war doch gay. Hundertprozentig. Oh nein! Was denn jetzt? Mein Auto steht wieder da unten! Ich könnte. Mach Platz, ich will nicht überfahren. Wir hatten hier ein Motorrad gespawnt. Das ist meins. Ich nehme aber jetzt ein anderes. Das ist mir zu unsicher. Wolltest du mit? Wir hätten eigentlich mein Auto so zerstört. Winkel, wolltest du mit? Nee, mein Auto steht da hinten. Jo, auch schön gespawnt am. Aber ich fand's cool jetzt, die Autos, die standen so schön eingeparkt da. Nicht wieder einfach irgendwo an der Straße. Ja, bei mir hat der Parkboy das Auto zerstört. Einfach so. Peter, das kommt davon, wenn du nie ein bisschen Trinkgeld gibst. Oh, Peter! Also wer als erstes ankommt, kriegt einen Bonus. Ja, plus 100 AP oder so. Was? Toll, das sagst du mir zu spät. Ich stehe da die ganze Zeit rum und warte drauf, dass Lincoln einsteigt. Und dafür jetzt als letzter an, oder wie? Wer macht denn da dauernd die Grätsche? Ja, dass du letzter bist, ist mir klar. Wer hat da das Noobbike? Hi. Amateur. Aber das ist bei solchen Missionen natürlich echt Gold wert, ne? Mein Command ist weg, mein Witze-Command. Mein Flachwitz-Command. Hat der Bot gelöscht, fand er nicht witzig. Was macht ihr denn? Jetzt? Nix. Was war das denn? Das war Peter. Ein Auto. Hat Peter nicht weggerannt? Peter der Zerstörer? Nein. Oh, Scheiße. Er kam so aus den Klippen gefahren.
Hallo. Aus den Glück. Setz sich das Auto auch mal irgendwann wieder hin? Mensch, ich bin das. Manchmal ist das echt. Wir sind schon dort. Den ganzen scheiß Berg hier drauf. Was macht ihr denn da? Ich bin dafür, für einen Loopbike-Flieger gibt es 100 Punkte Abzug. Ach, mir egal. 100? Wir dürften kein Geld kriegen. Alle Punkte, die wir kriegen, kriegen wir von ihm, ne? Ja. Inklusive dem Geld. Naja, Loopbike wäre so meine nächste Errungenschaft. Ja, ich habe gerade eine Nachricht im Chat festgestellt, die ich versucht habe zu lesen. Die ist aber auf Englisch und der Name ist noch was ganz anderes. Zu entschlüsseln. Hello. Ja, ich wollte die entschlüsseln, aber Moment, hat auf Englisch geschrieben. Nicht auf der Sprache, wie der Name steht. Das ist oh, ja, gern. Ich bin gut, der Ausdruck. So geht das ja gar nicht, ne? Ich komme näher, ich hole auf Mentos oder Peter. Was? Ja, warte mal ab, bis du hier bist an der Stelle, dann holst du nicht mehr auf. Hier ist unwegsame hier ist Straße. Verkehr. Nee, unwegsame Straße. Da kannst du nicht mit Vollgas durchziehen. Außer du fliegst, dann geht das. Ja, ich fliege ja. Ach so. Asgard habe ich. Ja, aber auch nur, weil Peter seinen Schrott hinterlassen hat. Muss die Rakete auspacken. Was hat Peter hinterlassen? Am liebsten würde ich zwischendurch auf SUV umswitchen hier. Boah. Und Peter ist falsch gefahren, glaube ich. Es gibt kein falsch, es gibt nur das letzte Ankommen. Nein. Peter ist im Fluss gelandet. Wow. Kann ich mal einen abholen? Kann ich mal einen abholen? Oh, schön. Nicht schubsen, Lincoln, ist dein Geld. Nicht schubsen, ich hab Joghurt im Rucksack. Oh shit! Na toll! Okay, das funktioniert. So, 260. Bin fast da, aber. Ja, hier kann man wirklich kein Vollgas geben, merke ich gerade. Ich hab auch gefunden, was man im Online-Modus sehr selten findet. Hier steht ein Loopbike. Ja, ist meine. Ich hab meins zurückgelassen, um den Park Ranger hier zu nehmen. Was hast du? Du hast den Park Ranger durchgenommen? Was? Nee, dieses Auto vom Park Ranger. Achso. Es ist übel selten im Online-Modus zu finden. Übrigens, das, wo wir es hinbringen, das ist das Messlabor von, wie heißt der Typ aus Breaking Bad? Ich weiß nur, wie er richtig heißt, aber. Heisenberg. Wo seid ihr? Wir haben abgeliefert. Wo bist du? Moin Game Master. Grüß dich. Und hallo Johannes. Wie gesagt, da kann ich mich mal einer abholen, hier fährt kein Auto mehr, ich muss laufen. Warte, dann muss ich mir mal Wegpunkt setzen. Ich weiß ja nicht, wo du bist. Da stehen zwei, die sich nicht bewegen. Peter, okay. Beweg mich mal auf dich zu. Ach, fuck. Aber ausgerechnet diese Strecke hier. Das ist so richtig beschissene Straße, ey. Da nährt sich ein Bike. Apropos, ich hätte natürlich das Loopbike nehmen können, aber ich kann mit dem Ding nicht umgehen. Am Ende ist nicht nur das Loopbike kaputt. Da ist ein Falken 28. Ich glaube, der will woanders. Ich glaube, der will woanders hin. Ja, ich will's hoch. Peter, wo bist du? Warum fährst du in die falsche Richtung? Oh Gott. Guck Peter ab. Ach so. Boah, Glück gehabt, dass da ein Baum war. Peter, was ist mit deinem Auto passiert? Ich habe mir gerade ein neues angefordert. Mal gucken, wann das kommt. Ich wunderte mich jetzt ehrlich gesagt, dass das so lange gedauert hat, bis du überhaupt auf die Idee kamst. Scheiße! Oh shit. Ich war fast auch im Fluss. Wenn ihr hier gleich vorbeigefahren kommt, seht ihr, wo ich Auto stehe. Ist gerade bei Asgard aufs Auto gespawnt. Ihr guckt gleich mal nach rechts runter. Da stehe ich. Bin von da hinten gekommen und bin geradeaus weitergefahren. Hm. Oh Peter, du hast das richtige Auto für hier angefordert auf jeden Fall. An den habe ich eben auch gedacht, den hätte man hier für super nehmen können. Aber der fährt sich hier trotzdem nicht besser, denke ich, oder? Nee. Da wäre auch voll die weiche Federung hat und nicht so knüppelhart. Hab mich gerade eben schon runtergefahren.
Oh. War ich froh. Peter fährt erstmal runter und guckt sich das da unten an. Kommst du auch wieder hoch? Fahr doch runter. Leute. Der hat aber einen coolen Sound, der war. Was ist los? Einer ist eilig oder was? Wir haben noch 22 Minuten. Peter ist wieder runtergerutscht. Oh. Der Kumpel ist gerade runtergefahren. Das war Lincoln. Peter, vielleicht klappt das nicht, weil du die falsche Bereifung hast. Einfach Reifen zu schießen auf Pferdefahrt. Und mal ganz nebenbei bemerkt, es ist sinnvoll, auch mal die Bremse zu betätigen. Mach ich. Okay, dann ist es in deinem Fall vielleicht sinnvoll, die Handbremse nicht zu betätigen. Ach so. Jetzt fährt. Ich muss hier weg, sonst rammt er mich bestimmt gleich darunter. Hier schreibt einer in Chat, er warnt schon mal vor, er ist ein Modder. Oh, okay. Schotten haben wir, ja, du bist ein kleines bisschen zu spät. Wir haben zwar verzweifelt aufgegeben. Ja, ich wollte mich irgendwie wieder mal dabei haben. Peter, du musst mal mit der Karre auf mich zufahren. Ich hatte das gestern, dass ich. Bremsen ist S? Ja, klar, ist Bremsen S. Warte mal. Fahr mal. That's a successful sale. The funds are transferring. So, jetzt muss ich mal gucken, was ich eigentlich in Kohle habe. Guck mal, ich drücke im Rückwärtsgang drücke ich den Mercedes weg. So, könnt ihr jetzt mir mein Haus kaufen? Mein Bunker. Ich wollte gerade sagen, Haus? Welchen Bunker willst du denn? Auch den hier? Ich würde sagen, den alle haben, oder? Ja, dann wohnen wir alle an der gleichen Stelle. Eigentlich finde ich es immer mal ganz cool, wenn man mal hier so eine Exkursion in die Wildnis macht und die Feldwege befahren. Weil sonst fahre ich auf denen nie rum. Aber dann nicht mit diesen Fahrzeugen. Warte, ich habe da ein geiles Auto gefunden. Warte, seid ihr noch da oben? Ich komme da mal hin. Das könnten wir mit Fahrrädern machen. Moped. Ich erzähl Autos. Peter, bist du noch da hinten? Ja. Guck mal, ich habe auch ein geeignetes Auto dafür gefunden. Ja, wartet mal, dann kann ich euch das Auto zeigen. Ist Trevors Auto. Ist der rote. Der rostrote, ja. Wie sein Auto ist das, Trevors? Peter, wo fährst du eigentlich? Ich fahr hinter dir her. Ja, bleib doch stehen. Nee, das ist nicht Trevors. Doch, der rote Geländewagen. Nee, das ist er nicht. Das ist ein anderer. Ja, bleib doch mal stehen. Wer? So. Nein. Aber Trevors gibt's hier auch. In der Wüste habe ich den schon mal gesehen. Wo? Da so ein SWAT-Team-Auto? Ah, das. Hast du den gerade geklaut oder hast du den im Besitz? Das Ding habe ich gerade. Der ist mal mega lang, ne? So, ich könnte ich für einen Umzug gebrauchen. Ja, guck mal, passt an. Wenn man mal umzieht, guck doch mal diese Länge an. Er hat hier 3 Meter Ladefläche, ohne dass du in Sitzung klappst. Geht da. Hat einfach überall rüber. Ja. Wie heißt der Wagen? Ja, da kann ich auch was Schönes holen. Hi. You're through to your garage. Ja. Oh. Wir wurden eingeladen. Was, jetzt schon? Okay. Ist er doof. I got stuff to do. Hoffentlich spawnt gleich nicht diese Rostlaube bei mir. Der Captain weg. Der Captain weg? Hast du ausgetrunken, oder? Ja, aber pass auf, jetzt kommen die Postwagen. Oder die Müllwagen. Dann. Hier, wenn es die Postwagen sind, kannst du dann bitte meiner sein, der mit der Minigun oben drauf? Nein. Der Mule Kasten. Guck mal, der arbeitet hier gar nicht, der spielt am Handy rum. Die spielen alle am Handy rum. Weil das voll ist. Lager ist voll und Vorräte sind voll. Ja, sind alle bei Tinder gerade. Nein. Die wischen alle rechts. So geht das aber nicht. Guck mal, ich kann mich doch auch hier hinsetzen. Nimm die Lupe in der Hand. Ja, wir können unsere Autos benutzen. War schön. Ich meine jetzt auch da. Gott sei Dank. Okay. So. Mir fehlt die Seitenverkleidung bei meinem Auto. Bei mir fehlt immer die Motorhaube. Motorhaube, ja.
Ich hab mir mein Auto geholt. Mal sehen, was kommt. Okay, ich wollte eben gerade auch mein SUV spawnen, aber bevor ich das geschafft habe, wurden wir eingeladen. Oh, wir müssen alle an denselben Ort, glaube ich. Ist wieder so ein Rennen, wer als erster da ist, oder was? Theoretisch, ich könnte einen mit bei mir rein und einer könnte noch aus meine Ladefläche. Peter. Blöde Verkehrsschild, was da stand. Alter. Naja, der hat halt nicht die beste Kurvenlage, ne? Wurde es ganz schön nach außen gefahren. Ich glaube, selber fahren. Was soll ich sagen? Ich habe einen LKW. Ah, wie war das mit blödes Verkehrsschild? Wolltest du da durch, in der Mitte durchfahren oder was? Bin in der Mitte durchgefahren, aber bin dahinter am Schild hängen geblieben. Ich habe dahinter bei den Strommasten habe ich leider einen leicht erwischt und bin dann nach links vor so ein Schild gefahren. Och, Asgard. Hat er jetzt gemacht. Könnt ihr nicht mal durchfahren? Was hat dich angeschoben? Aber wahrscheinlich nicht erfolgreich, so wie sich anhörte. Nee. Ich bin unter ihm durchgefahren. Wow. Gut, da kommt ein feindlicher Spieler. Er hätte auch gerade Spaß, weil wir hier zu zweit gerade sind. Er steht direkt vor uns, oder? Nee, wir überholen den. Alter! Linke! Was machst du da? Ich hab grad eine harte Leitplanke erwischt. Alter, Linke, ne? Wir beide ein Auto überholt. Linke links, ich rechts, aber Linke hat danach eine Pirouette gedreht. Ich hab ein Geländeauto, mich juckt sowas. Ich saug mich an dich ran. Nein! Mit dem Saugmotor? Ja, gleich verschluckt er mich. Mit seinem riesen Ansaugtrakt. Peter, Platz! Jo, da kriegst du ja Funken vorne. Das ist bestimmt ein V12, den ich habe und nur ein V8. Leute, fahrt doch nicht so schnell! Willst du jetzt rumrollen? Dafür hüpft mein Auto, das ist nicht so schön. Du hast deiner ist Oberklasse, oder? Ja. Meiner ist was? Standard? Ausfahrt verpasst. Ah, was machst du denn da? Ja, ich muss weiterfahren. Oder habe ich die auch nur verpasst? Kann auch sein. Ist der Kerl pädophil? Was hast du gesagt? Pädophil? Ja, der Gelb und der fährt euch die ganze Zeit hinterher. Der stalkt. Du müsstest, glaube ich, gleich mal die Ingame-Musik oder Lautstärke ein bisschen runterregeln, weil ich verstehe den Indie-Gamer echt leise. Nicht so leise? Nö, eigentlich nicht. Weil vielleicht habe ich dich auch im OBS schon lauter. Ich habe euch alle schon ein bisschen lauter gedreht vorhin schon. Nein, nicht die. Oh, ich wäre beinahe in der Polizei. Irgendwer hat mich zerstört, na klasse. Wow, sehr gut. Aber ich habe meine Lieferung noch gemacht. Meine Lieferung hat dort die Namen mehr. Ja, das ist doch super. Du warst ja nicht außer du hast abgegeben. Bitte ist auf mich losgegangen. Na ich klasse. Ich hab abgegeben. Ach komm. Ist der Schwarz da verschwunden? Oh. Mich hat's auch erwischt? Ich bin der Nächste. Das heißt, ja. Naja, Serverwechsel. Und da bin ich auch weg. Server wechseln. Ja, jetzt ganz schnell machen, weil solange eins noch da ist, kannst du das noch retten. Ja, ich weiß gar nicht, wo meine Klöten sind. Ach, so eine Katze. Wo muss ich denn hier hin? Scheiß Leute, mit Spaß. Linken einfach jetzt schnell die Lobby verlassen. Ich bin da, warte. Und zack, abgeliefert. Ja, okay, weil sonst hättest du bloß 10% verloren, nicht so viel. Wenn du jetzt einfach verlassen hättest. Ach so. Das ist sowas wie ein kleiner Bug. Hättest du mir sagen müssen, dass ich nicht reinfahren darf? Ich hatte eigentlich zu Linken schon gesagt, dass er. Na egal. Jetzt hat er sich passiv gemacht, der Noob. Na klar, wo ich ihn verfolge. Wow. Wow. Ich wechsle trotzdem in die Lobby. Ja. Wow, ist das eine Lusche. Alter. Schon mir richtig voll geworden, der Server. Also, ja, ich warte jetzt, bis Lincoln jetzt den Server gewechselt hat. Und dann. War zum Glück nur die Fälscherei, die bringt am wenigsten. Was Zubs sind ärgerlich. Das stimmt, ja. Ärgerlich ist es aber zum Glück wirklich die Fälscherei. Oh, ich muss jetzt mal kurz unten.
Ich muss sie mal schütteln. Bin ich wieder auf die gleiche. Na toll, ich bin wieder auf die gleiche, auf dem gleichen Server gelandet. Ich will die Karre haben. Und ich gucke, ob Alex der jetzt einen leeren Server hat. Ich hab einen Smart geklaut. Ja. Oh Gott. Ich hab gerade meinen Nupak rausgeholt, ist dieser Idiot. Der Heckantrieb oder Frontantrieb? Heck. Ich weiß nur eins, ich trinke zu wenig. Nee, gerne mal das Spiel verlassen. Ja, ich guck, ob Alex eine leere Lobby hat. Dreh Donuts mit meinem Smart. Ach du Scheiß. Kann man den tunen? Aber er sieht halt hier im Spiel noch schlechter aus, als er in Wirklichkeit aussieht. Also ich habe eine relativ leere Lobby jetzt, da sind noch 5 weitere. Ah, Mythos, man kann den nicht versichern. Also. Man muss den kaufen. Was? Man muss den kaufen? Man kann den nicht klauen? Nee. Was? Aber tunen kannst du ihn. Okay, bei Alex. Ja, zu viert. Alex, ein Kumpel und noch irgendein anderer. Und nein, ich halt. Dann geh du mal da drauf, dann wechseln wir da. Bist du da, Andi, oder? Ja. Gut, dann. Also zu Alex wechseln, ne? John wird. Ne, ich kann ja nur zu Andi wechseln. Ich wechsle auch zu Andi. Was? Ach, was will der denn? Scheiß NPC. Ja, da bin ich ganz deiner Meinung, aber. Na ja gut, theoretisch kannst du sehen. Weil du kannst ja die Ansicht wechseln und. Und kannst daher einfach in der Innenansicht den Tacho sehen. Ich sage mal andersrum, wenn man sich jetzt entscheidet, einfach mal auf so einen Real-Life-Server zu wechseln, ne? Dann gibt es ja auch schon die ein oder anderen Tachos. Wo man die Geschwindigkeit sieht. Ja. Was eventuell vielleicht auf längere Sicht vielleicht ein bisschen lustiger sein könnte, wenn wir alle auf dem Real-Life-Server sind. Das sind die Marken doch richtig, oder? Hm? Also Ferrari, Lamborghini, genau. BMW. Deswegen, das ist halt so die Frage, ob man das nicht einfach mal ausprobiert. Wir alle zusammen auf dem Real-Life-Server. Real Life oder ein Roleplay Server? Ja, Roleplay. Real Life. Ja, genau. Mhm. Ja, musst du aber eine Bewerbung schreiben, ne? Ich für bewerben, dass du da reinkommst. Jetzt spawne ich hier, mein Auto steht mitten auf der Straße und was steht direkt daneben und fährt immer wieder gegen so eine Baustellenbarke? Ein Smart. Als wenn der auf mich gewartet hätte. Wer weiß. Ein Panto. Ja, wie gesagt, man könnte es ja mal ausprobieren. Ja, da muss man sich ja erstmal bewerben. Also ihr. Genau. No. Wer jeder da mitmachen will, fragen. Ja. Wieso? Hast du denn Roleplay-Server, Andi? Nein. Aber ich hab's mal gehört. Das ist. Da sind, ja. Könnte ich da eh noch nicht mitmachen. Mal gucken, ob. Du hast es erst ab 8. Ich lad nur Alex ein, wenn er will. Ja, warum nicht, ne? Bin da. Eine wichtige noch? Frage, Alex, lebt er eigentlich auch nur für GTA? Womit fährt Andi da? Wird wir eingeladen? Du bist noch bei mir drin, Alter. Wer ist denn das jetzt links neben mir? Der ist wieder da. Ich hab keinen Namen, Mann. Ach, das ist Alex, oder? What the? Hi der Gamer! Was für ein Peter. Andere Frage, wo seid ihr? Ich bin noch im Nachtclub und fahre jetzt zur Koks. Sind wir da? Ach, du fährst jetzt zum Koks? Ja. Andi war es. Okay. Hä? Er hat mir vorher den Namen nicht angezeigt. Kommt da angebrettert? Asgard. Boah! Aha. Mich hat er nicht erwischt. Was hast du denn da für eine Kiste?
Dann muss ich euch nochmal einladen. Ich muss euch nochmal einladen. Frontal von vorn kannst du den nicht nehmen, den Entity. Falsch. Ich mag das, das ist schön hoch. Ist der Bunker jetzt gekauft, Peter? Nö. Jetzt ist Peter auch noch hier. Ja, der mit seiner kleinen Kiste. Mit seiner kleinen Kiste, ja. Nehmen wir mal Anlauf. Ich würde den für 990 kaufen, Peter. Der ist. Oder ist. Ist ja, den will ich auch sein. Ja. Oh, der sieht mir jetzt echt blöd hier. Glatt, nein. Ich hab nur gewendet und dann auf einmal stand du vor mir. Bam! Ups! Aber wieder geflogen ist. Kurz mein Auto mal in die Garage. Warte mit dem Beginn. Noch nicht anfangen, ich muss kurz ein Fahrzeug holen. Oh, und ich ramm noch mal das Auto von Metas. Was ist mit meinem Auto? Ja, ich kann auch nicht annehmen. Ich bin gerade. Ich bin noch beschäftigt. Ich bin dein, da. So, Lincoln, du weißt ja, ne? Ich finde das schon ganz cool, dass die hier alle so halb nackt rumlaufen. Aber du solltest zusehen, dass die auch ein bisschen arbeiten. Guck mal, die sind ja richtig braun gebrannt. Wenn die richtig arbeiten würden, hätten die keine Zeit, braun gebrannt zu sein. Ja, Freundchen? Ihr das auf. Oder man bringen und so. Rasenebene 1. Wo haben wir es? Wo haben wir es? Was? Okay, was hast du denn gerade gemacht? Ich hab euch befördert. Ich bin das jetzt der World Captain. Was bin ich? Der Gold Captain? Der Road. Der Straßenkapitän. Was wollte ich denn jetzt eigentlich machen? Oh? So, war mich schon. Captain of the World. Da ist er ja. So. So, Lincoln. Ja, ja. Ich komme. Warte, ich. Nee, brauchst du nicht, hab ich schon. Wie geht das denn jetzt nochmal? Ins Unternehmen. Andi, wie geht das denn nochmal? Mit dieser Feststelltaste da. Ach du Scheiße. Ach nee. Was macht ihr denn da? Also wenn ich Feststelltaste drücke, dann trinke ich eine Cola. Kann ich das ändern? Kann ich das ändern, was er dabei macht? Interaktionsmenü und dabei Stil. Glaube ich. Ja, und dabei Aktion. Oh. Ja, das finde ich nicht. Ich starte mal. Mann, warum macht man nicht ordentlich? Och. Der konnte es doch mal. Er ist behindert. Hat gedrückt. Egal. Okay, wir müssen Motorräder nehmen. Was? Und jetzt direkt Motorräder oder? Da habe ich mir jetzt ein anderes Fahrzeug geholt. Das soll der Scheiß. Oh, okay, das nehme ich. Das funzt nicht mehr. Die lahmarschigen Kisten hier. Ich habe mein Moped. Mein Sam Moped. So, ich bin hier auf dem Weg. 7 Kilometer mit der lahmen Krücke, das dauert. Wie ist 4 Kilometer? Hier? Oh, sei froh. Jetzt habe ich noch 7 Kilometer. Ich habe jetzt noch 6,5. Ich habe schon einen halben geschafft. Boah, ich werd verrückt. Wow. Habe ich gesehen, dass Ottenhamel gerade so viel geschrieben hat, aber ich muss auf der Straße gucken. War ich wieder irgendwo vor? So wie ich auch gerade. Ich hab auch gerade versucht, was zu lesen im Chat, oder wie? Ich hab nur was bewegt, weil ich die Uhrzeit im Blick haben wollte.
Schottenhammel bittet darum, mal kurz den Prozess des Drogenherstellens zu erklären. Also sollen wir die jetzt erklären, wie man die Drogen herstellt, oder sollen wir die erklären, wie das hier im Spiel funktioniert? Du kaufst das Messlabor oder Hanfplantage oder was auch immer. Über das Clubhaus. Genau, über das Motorrad-Clubhaus. Und dann fährst du dahin, richtest das erstmal ein, also du kriegst dann halt so einen Anfangsauftrag, womit das eingerichtet wird. Und dann musst du immer Ware besorgen und daraus wird dann im Laufe der Zeit halt ein Produkt hergestellt und das kannst du dann wieder verkaufen. Ware besorgen kannst du entweder, indem es kaufst, natürlich macht das keiner, wüsste ich jetzt zumindest keinen, der das macht, oder indem du es klaust. Da gibt es dann halt entsprechende Missionen, wie du es dann halt an den Mann bringst, also wie du es dann beschaffst. Ne? Mal musst du irgendwo in eine Bar fahren, musst zig Leute verprügeln. Was nervig ist. Ja, mal musst du einen LKW klauen oder, ne? Also. Ja, das wird aufgeratet. Wir fährt nach hoch nach Norden. Oh, alle? LKW. Also ich auf jeden Fall auch. Das Clubhaus bekommst du bei der Maze Bank. Oder nee, was ist Maze? Maze Bank von Klauschwas. Irgendwie so. So, ich hab meine Lieferung gleich abgeliefert. Und bei Dynasty. Ja, wenn du dann Produkte hast, dann kannst du in der entsprechenden Unternehmung sagen, so, du willst das jetzt verkaufen. Da gibt es die macht aber nur Sinn mit mehreren Spielern. Genau, das macht nur Sinn mit mehreren Spielern, genau. Au. Dann kriegst du halt den Auftrag, die Ware irgendwo hinzubringen. So wie wir jetzt hier gerade, siehst du ja. Und dabei können dich natürlich jeweils immer die anderen Spieler auch überfallen, die auf dem Server sind. Das Problem hatten wir ja eben gerade auf dem anderen Server, das war hochgejagt worden und wir wollten gerade Ware wegbringen. Danke, Stimme im Hintergrund. Bitte Stimme im Vordergrund. Was? Oh, also fehlt jetzt nur noch Peter und Metos. Ich bin fast da, ich bin. Er hat sich gerade bedankt für die Stimme im Hintergrund, wo er das findet. Das Irgendwas Clubhaus, fällt da gerade vor mir. Wo bekommt er das Clubhaus? Auch bei der Maze Bank? Ja. Ja. Also, wie gesagt, erst den Motorradclub kaufen und dann kannst du dir darüber die entsprechenden anderen Unternehmungen zulegen. Ist aber alles scheiß teuer. Ja, ich glaube. Geldfälscherei oder so, 400 irgendwas 1000, die günstigste, oder? Ja, wenn du die am Arsch der Welt nimmst, ja. Aber Schottenhammel hat doch schon einen Bunker, oder? Damit könnte er auch schon Geld machen. Hat er doch noch geschrieben, dass er schon ein paar Sachen hat. Ich bin keine Stimme im Vordergrund, Stimme im Hintergrund. Ja. So, das müsst ihr jetzt erklären. Ich habe jetzt einen Bunker, was mache ich damit? So, da ich meinen gestern das gekauft habe, ich habe keine Ahnung. Erstmal Vorräte. Vorräte besorgen. Ach genau, das ist quasi das gleiche. Du kannst Vorräte besorgen und die werden dann auch zu Produkten. Und dann kannst du die auch wieder verkaufen. Also ist im Grunde immer das gleiche Prinzip. Du kannst es aber aufteilen auf Produkte, die du verkaufst, Waffen oder auf Forschung. Du kannst bestimmte Waffen freischalten, verbessern. Da kannst du auch deine mobile Kommandozentrale modifizieren. Im Bunker. Da gibt's auch einen Schießstand. Jetzt überfordere ihn nicht. Ja, der Schießstand ist eigentlich nur zum Spaß, der ist eigentlich nichts. Ja, und der kostet eine Menge Geld, ne? Ja. Ich glaube 1 Million oder so. Was hast du denn hier für ein Gefährt? Meinst du? Andi. Asgard. Ja, ihm hat's doch eben gereicht. Steig ein, dann mach Innenansicht an. Nach draußen. Nicht umfallen! Was denn hier? Das habe ich ja noch nie gesehen. Ja, nicht in vorne einsteigen. Das habe ich ja noch nie gesehen hier. Wie geil ist das denn? Was ist denn, warum ist das gerade eklig? Gute Ego-Perspektive. Ego-Perspektive. Ja, das ist echt schlimm. Siehst du hier eigentlich irgendwas? Nö. Auf der Straße kannst du die roten Lichter sehen, aber sonst war es das. Beim Kuruma ist es doch genauso schlimm. Bei dem ist es schlimmer, da hat er noch ein Lamellen vor der Scheibe. Hat der Kuruma doch auch. Jetzt siehst du da vorne das Auto.
Ist das hier diese 6-Grad-Drehen hier? Ja, wieso hast du... Was? Was ist das überhaupt für ein Auto? Ich hab's jetzt nicht... Himi ab, dafür. Ah ja. Aber ich fahr mal zu meiner Geldfälscherei jetzt. Hier, ich glaube, ich weiß, wo Asgard herkommt. Also das Alien. Ja, genau, hier steht an der Wand, beam me up. Ja, letzte Marsianer. Wo fährst du hin, zur Geldfälscherei? Ja. Da weiß ich ja, wo du bist. Danach können wir deinen Bunker voll machen. Ich bin tot. Man sollte eigentlich meinen, das Ding kommt da hoch, aber nein. Kann ich denn keinen Wegpunkt zur Geldfälscherei setzen? Weil ich schon einen habe. Hä? Bis du da bist. Hast du eine neue unten in der Stadt oder was? Ja, das ist die Geldfälscherei, nicht die Dokumentenfälscherei, das Billo-Ding. Alles klar. Das erklärt's ja natürlich. Also die Geldfälscherei, die Kokslabor und das Meth-Labor habe ich in der Stadt. Und die anderen zwei Dinge habe ich halt außerhalb gekauft. Hä? Ich weiß halt null, wo ich anfangen soll. Hab auch nichts gekauft, hab aber 300.000 Euro Dollar weniger als gestern. Sowas nervt mich einfach. 300.000 Dollar weniger? Clubhäuser, ich guck mir erstmal die ganzen Clubhäuser hier an für Schottenhandel. Ich sag mal so teuer sind die auch nicht mehr. Knapp 400.000, eins mitten in der Stadt. Unten am Beach da? Ja. Das hab ich. Weißt du, welches ich habe, oder? Hast du nicht oben Sandy Shores? Nee, ich hab mein Clubhaus ist unten am Santa Monica Pier. Okay. Das also meinst du quasi fast da drunter. Also welches von dem Ja, ist ja auch egal. Okay, also ich hab's oben in Sandy Shores. Das war damals eins von den günstigen. Eins ist in der Mitte der Karte. Da hätte ich gewusst, dass man im Grunde fast nie dahin muss, hätte ich's auch sonst wo gekauft. Naja, nie nicht, aber nicht sehr oft. Der Planke. Wie gesagt, das günstigste Clubhaus ist in Great Chaparral. Winkel hat eingeladen. Kostet 200.000. Aber es ist die Frage, braucht man denn unbedingt jetzt ein Clubhaus? Alex versteht nichts. Alex, wie wär's eigentlich, wenn du einfach mal ins Spiel kommst? Das würde die Sache direkt einfacher machen, wenn du einfach mit uns mitmachst. Oder? So, umschalten. Hier sind die Waschtrommeln hier. Wie bitte? Ich hab Alex im Discord mal eine Einladung geschickt. So angesichts, also so miteinander sprechen, kann man das, glaube ich, auch besser erklären, oder? Ja, und außerdem hast du es noch nicht so wahnsinnig zeitversetzt. Genau, Alex, das, du hast mich gerade angeschrieben mit von wegen, was ist das? Das ist der Link zum Discord von Peter. Oh nee, ich muss auf Laster steigen. Doing this, huh? Lass mich raten, was machen wir? Mich begleiten. Oh. Okay. Wo ist mein Auto? Da. Noobbike rum. Noob. Kannst du mitfliegen, wenn du willst. Motorschrott. Asgard. Interessante Karre, die steht hier hinten. Ja. Bleib mal stehen. Nein, ich will da hinterher. Etwas bleibt stehen. Ich will da aber hinterher. Oder ja, was? Du kommst mit deinem Auto schon schnell genug hinterher. Ja. Da kommen schon Gegner. Bleib doch tatsächlich stehen. Ja, ich wollte deinen Spaß doch lassen. Wo sind die denn, die Gegner? Was war das? Der direkt neben dir. Oh. Alex sagt, Discord geht heute nicht, er ist zu heiser. Oh. Ich habe einen vom Motorrad gekickt. Ich bin etwas abgehoben und bin drüber weggeflogen. Und hab ihn so mit dem Reifen hinten rechts noch erwischt. Patsch, weg war er. Cool, das war knapp.
Dass Alex nicht hier mitfährt, oder? Ja. Ich hab gerade beinahe auf den geschossen, weil er halt auch im Motorrad ist. So, ganz ehrlich, ich hab bestimmt schon mal auf ihn geschossen. Ja, so wahnsinnig Motorräder viel müssen, hat er nicht mehr gehabt. Motorräder müssen bei mir aufpassen, die explodieren ganz schnell. Wieso, fährst du sie einfach über den Haufen, oder? Ja. Weil die ganze Selbsthilfegruppe ist jetzt hier versammelt. Ja, schön hängen geblieben hier. Warum steht die denn alle da hinten? Ein bisschen weiter vorne. Ich bin hängen geblieben. Der fährt sich auch wie ein Baum. Ich hab gedacht, wie ein LKW. Hat irgendwie unter mir. Alex ist vom Motorrad abgeschmiert. Boah, ich muss sagen, müssten doch gleich schon wieder welche sein. Oder habt ihr den einen schon platt gemacht? Welchen einen? Stimmung! Echt, sollte man platt machen, hä? Wir haben doch den Server gewechselt, da ist der Typ nicht mehr drauf. Wenn jetzt Alex nur voll in die Eisen geht, dann ist er platt. Der hat eben sowieso schon ab. Außerdem deine Karre, die qualmt ganz schön. Ach, falsch gefahren. Ich muss nach links. Kommst du da hoch oder muss ich schieben? Da. Kommt da schon. Also ich sag mal so, er hat auf jeden Fall das richtige Auto zum Schieben. Komm selber kaum hoch. Muss ich zurückkommen. Hm. Ja, schon haben wir also die Stimmung, die hätten wir hingekriegt, ne? Konfetti. Hä? Stimmung. Pass auf, Peter, wenn du den Bunker kaufst, wirst du wieder vollgelabert. Oh ja, oh ja. Eine halbe Stunde. Mach's nicht im Stream. Außer du willst den Leuten zeigen, wie man hier vollgebröselt wird. Peter, das Auto habe ich auch, aber ich muss sagen, in Gelb finde ich den auch nicht schlecht. Ja, ne? Dazu schwarze Streifen. So. Wie kam denn da? Der bremst so schlecht. Brauch immer ein Auto zum Bremsen. Alter, ich hab mir fast umgeschmissen. Bitte auf mir. Miguel, du stehst da wie ungünstig. Oh. So. Was wollen wir jetzt machen? Können wir deine Vorräte auffüllen beim Bunker? Können wir machen. Muss ich aber rausgehen. An mir so, als wenn die eine Mine liegt. Ja, ich hab den da fallen lassen. Fahr rein. Was? MC wurde aufgelöst? Sowas gibt's gar nicht. Prometheus, du fährst jetzt zu deinem Bunker, machst die Vorräte. Deine Öl. Ja. Ich hab grad noch gedacht, wenn du hast gar nicht explodiert. Ja, da geht er mega durch. Das Lenken ist danach nur ein bisschen schwieriger, ne? Ja. Er muss gleich wieder übertreiben hier, Mythos. Er muss gleich als CEO einladen. Ja, wieso? Muss ich doch ein paar Sachen machen möchte. Er will nur selber Geld kassieren und nichts abgeben. Ja, so wie die Asgard macht. Ja, nur dass wir bei mir halt länger drin sind, da kriegt er ja immer Geld. Ja. Jetzt werden die Aufträge gemacht und dann. Wieder weg.
Er kann auch keine weiteren Spieler einstellen, das heißt also, ich bin sowieso außen vor. Stimmt, nur vier Leute, du musst mit dem Motorradclub machen. Oh, Alex ist gerade über mein Motorrad gestolpert. Ach so. Ja, das ist ja blöd. Ja, warte, dann lassen wir den Bunker halt links liegen und wir gucken, was den anderen nee, Leben ist. Du kannst auch mit dem Motorradclub das auffüllen. Ach so. Aber oh, da cool. Hast du halt die Gefahr, dass es geradet wird. Was wird? Geradet, also hier Polizeiübergriff Zeug. Ach so. Das ist ja, gelernt worden. Wir machen die Vorräte von deinen anderen Unternehmen. Ja, das geht auch. Wo so. Sind wir alle beim Einladung. Ich fahre jetzt erstmal zum Bunker und dann gucken wir mal. Jetzt wenn es geradet wird, dann ist er halt weg. Das ist doch. Ich habe ja eh noch nichts zu verlieren. Nö. Du hattest auch noch. Au. Ich glaube, du hattest höchstens eine Razzia. Ich hatte bestimmt schon 10 Razzien. Ja. Allein bei meiner Handstandpause. Ja, aber ich wage jetzt überhaupt, wenn wir unsere Spielzeuge drauf vergleichen, dann ist deine auch wahrscheinlich dreimal so hoch wie meine. Ja. Möglich wäre das zumindest. Oh, Scheiße! Aber manch andere hat noch mehr in anderen Spielen. 12.000 Stunden. Ja, das war heftig, was der gestern erzählt hat, ne? Wie? 12.000 Stunden in Atlas. Oder nee, war es ein anderes Spiel? 12.000 Stunden in Ark. Nach in Ark. 300, ne Quatsch, 400 in Atlas. Ich muss mal beim Morse Motel Consors oder wie das Ding heißt anrufen, ich muss mein Auto reklamieren. Reklamieren? Ja, das ist irgendwie nass geworden. Gesundheit. Ja, Gesundheit. Oh. Alex. Hi und tschüss, sonst leckt mein Spiel. Ja, okay, das ist natürlich. Aber schön, dass du trotzdem mal reinschaust. Okay. Ich hab's selber vernichtet, dadurch habe ich auch mal eben 10.000. So, was haben wir denn da schon wieder? 14.400 Euro. Ja, 2.000 Stunden. You need something, huh? One of your rides? Let me know. 144.000 Euro waren die 2.000 Stunden. 2.000? 12.000. 12.000. Hey, jetzt müssen wir mal reinziehen. Aber ich finde es. Also, ne, da kannst du wirklich sagen, wenn der mitspielt, dann hast du ein Pro im Team. Wer ist das denn? Ein Nico war gestern im Stream und der hat halt die 12.000 Stunden. Bei Ark. Bei Ark und 430 bei Atlas, aber Ark ist ja quasi Atlas. Naja, aber mal ganz ehrlich, hat man da nichts anderes zu tun? Ja, das war auch so unser Gedanke, muss man sagen. Aber allein, also ich muss sagen, ich denke schon immer, Alter, für wie viele Stunden man so am Computer sitzt und alles, das ist nicht mehr normal. Ja, aber ich muss überlegen. Du brauchst ja nur mal gucken, wie viel du in PUBG schon investiert hast oder so. Ja, wenn ich mal überlege, ne, wie bestimmt nicht auf Arbeit am Computer sitze, ne? Das ist schon heftig. Ja, und dann setzt du dich zu Hause wieder dran. Genau das meine ich. Wart ab, wenn Anno rauskommt, Peter. Oh ja. Oh ja. Dann gehen da schon 3-4 Stunden. Ins Land weg. Nur, damit du eine Siedlung baust. Ja. Also ich sag mal so, ich hab irgendwann im Winter war eine Actioncam im Deal. Und wenn der Sommer dann kommt, dann wird wieder Moped gefahren. Also vielleicht muss ich die Actioncam dann mal auspacken und mal Videos machen. Mach doch. Ja, das Problem ist, und daran habe ich nicht so wirklich gedacht, ich habe eine, die hat keinen Stabilisator. Und beide Mopeds von mir sind Zweizylinder. Also sogenannte Rüttelkisten. Ist der Bunkerbesitzer jetzt der Letzte, der ankommt? Ja, ja, ich musste ja mein Auto erstmal neu reklamieren, weil das irgendwie ins Wasser gefallen ist. Ach so. Irgendwie. Nass geworden, das ist aus Zucker. Metros. Ja. Die Aprilia war auch. Nee, die Aprilia, ne? Nee, welche war das? Aprilia ist auch Zweizylinder, ja. Geht ihr denn hier alle im Weg? Ich bin mal gar nicht da dran. Peter, coole Optik.
Naja, ich fahr mal offen. Ja genau, Schattenhammel, das meine ich ja. 12.000. 144.000 Euro verdient. Das ist echt Wahnsinn. 144 würde ich nehmen, würde ich gerne nehmen. Ja, jetzt sind wir im Führerbunker. Führerbunker. Ja. Wie wird hier so eine Antenne angezeigt? So, das ist der... Oh, meine Kommandozentrale ist ja hier eingebaut. Da hinten, ja. Hier kannst du übrigens deine... Deine... du bist jetzt in deiner Zentrale, oder? Nee, ich laufe da gerade drumherum. Du musst nochmal rumgehen. Hier ist auch die Werkstatt, damit kannst du deine Kommandozentrale Ja, die Werkstatt habe ich gesehen schon. Schön. Suche mal wieder mein Notebook. Du hast keine Golfcars? Nee, die kosten auch Geld. Ja, Geld ist das, was ich nicht habe. Wo seid ihr eigentlich? Könnt ihr mir das mal verraten? Im Bunker. Im Bunker. Ich bin auf Bunker drauf. Warum sind wir da nicht? Hatte mit Motorradmitgliedern einsteigen gemacht. Seid ihr im Motorradclub? Die sind alle im Motorradclub. Okay, setup's complete. You can get started. You'll be resupplying the labs so they can research new weapon technologies or manufacture arms for you to sell. Ja, wir sind alle im Motorradclub. So, jetzt wollen wir erstmal Vorräte stehlen. Make sure you Agent 14 und ich hab genau hier geparkt. Warum steht mein Auto jetzt da hinten? Ah, Peter, hast du den Turismo GT eigentlich getuned? Ich glaube nicht. Okay, meiner ist auch total... Not in this country anyway. Go to their docks HQ and take what you can. That's your resupply. Ich glaube, mit der Ladung ist dein Bunker gleich voll. Huch! Entschuldigung! Hätte ich kein Problem. Das war Alex. Ich tue mich doch vor. Du kannst übrigens auch beim Bunker kannst du übrigens auch Verbesserungen kaufen. Also wie bei den anderen. Ja, habe ich mir schon gedacht. Dass du schneller produzierst, schneller forschst. Effizienter. Und dann Schutz gegen die Bullen, gegen die Razzien. Mit dem Bunker kann man dann auch Explosivgeschoss und sowas verwenden, oder? Alles. Musst du forschen. Alles erforschen. Zum Beispiel auch Thermalvisier oder andere Knarren für Waffenautos oder Fahrer. Was für ein Visier? Thermalvisier zum Beispiel. Ach, Thermal, okay. Thermal, Nachtvisier, alles. Mhm. Und dafür braucht man dann auch Waren, die man stehlen muss, oder wie? Ja, das kannst du dann beim Personal verwalten. Entweder Forschung, Geld oder beides. Okay. Beides macht, geht beides ziemlich langsam. Noch langsamer als normal. Das ist ja kacke. Ja. Also ich hab jetzt nur... Also Geld. Wenn du größere Forschung machst, bekommst du gar kein Geld. Naja, das kostet dann nur. Ja. Also ich würde mal alle eine ruhige Minute zusammensetzen und mal diskutieren, wie man am besten seinen Bunker errichtet. Ja, am besten bei doppelt Geld einfach kaufen, es geht am schnellsten. Ich meine so, dass eventuell auch der Schottenhammel das mitkriegt. Ja, genau. Denke ich auch. Ja. Alter, ich laber die ganze Zeit und hab das Mikro aus. Wow. Ich hab mich schon gewundert, warum der Asgard ist und warum der meckert gar nicht mehr. Der meckert gar nicht, ja. Schön. Oh. Müsst ihr ja auch da hinten hin? Wir müssen alle an die gleiche Stelle, oder? Ja, Merryweather Hauptquartier, ne? Ja, genau. Das ist Merryweather. Ich bin auf dem Weg. Von Hauptquartier da gesagt, ich noch Stunden handeln. Wir sind alle auf dem Weg dahin. Ja. Oh. Was weh. Sich nur um Stunden handeln. Also, ihr könnt ein bisschen langsamer fahren. Jetzt habe ich keinen Punkt mehr. Ja, ich auch nicht. Ich weiß nicht. Ich nicht. Ja, ich weiß ungefähr, wo ich mich hin muss. So, wo ist der? Da ist. Jetzt ist der scheiß Wegpunkt weg. Oh. Ja, weil irgendeiner schon da ist. Das ist bestimmt so ein Noobbike gewesen. Ja. Könnte sein. Hm? Ja, könnte sein, sagt er, der schon da ist. Ich hab schon mal aufgeräumt. Oder räume gerade auf. Boah, shit.
Egal. Ey, ich setze mir jetzt den Wegpunkt. Ich hab keine Ahnung, wo ich wegfahren muss, ey. Okay, doch, jetzt. Ah, hier liegt überall Geld. Hm. Ich das gewusst, er hätte ihn Kuruma genommen. Ich hab mich mal hingelegt. Oh. So süß. Was sind die denn? Da. Macht ihr hier? Da kommt das Taxi. Rüst mir auch eins. Stört mir ja langsam zu lange hier. Der muss die Peter fahren, da hat's Taxi. Naja, gelb. Mietos ist auch einfach mal mit hinterher gefahren. Nee, ich weiß ja nicht, wo du reingefahren bist. Bist du auch da hinten durch die Tür? Ja, sicher. Okay. Check mal aus, damit man mal hier die Dinger wegräumt. Wo sind die denn? Ich weiß es nicht. Wow. Alex ist gestorben. Er rennt rein und ist instant tot. Oh, nee, Railguns klauen. Och nö. Ich bin tot. Ich komme! Oh. Irgendwer hat hier irgendwen als Schwanzkopf beschimpft gerade. Oh mein Gott! Was? Guck mir das aber nicht, Jungs. Wo ich Geld? Gleich mal, Bann. Check Position. Hab ihn. Andi! Der nächste, der ein Fahrzeug versenkt hat. Manu! Zu geil, echt. Echt da aus dem Weg. Das Taxi stand im Weg. Ach, die Railgun hier. Toll, ich hab Ketchup-Punkte hinten. Ja, kannst halt nicht ordentlich essen. Musst halt immer kleckern. Ja. Ich nehme so einen Railgun, ich will auch so ein Ding haben. Ich dachte, dass du den nicht behalten kann. Explosiv, ich glaub, ist die weg. Alter! Eine fehlt hier noch, einer muss noch einpacken. Eine liegt noch. Asgard, schön dich zu sehen. Wir müssen leider wieder zurück. Wo ist denn die Munition oder wo ist denn was? Oben liegt hier noch so ein Ding. Ja, du musst hier hoch. Wo hoch? Ja, ich lauf mal hin. Die Zeit hoch? Komm, gut. Gut, gut, gut. Ja, ich warte drauf, bis Asgard das Ding auch eingesammelt hat. Der Nacktfrosch, der jetzt kommt. Der Nacktfrosch. Ist das wahrscheinlich immer nackt? Ich hab noch nie einen mit Haaren gesehen. Oh. Haariger Frosch, oh i. Mit der Railgun machst du übrigens Helis auch richtig schnell platt. Okay. Stell dir mal vor, so ein nackter Frosch, also eigentlich so ein haariger Frosch, der dann im Nassen rumhüpft. Das ist dann so ein Wischmob, so ein Springen. Wischmob-Frosch. Stell dir mal vor, das wäre so ein Frosch so mit ganz langen, zotteligen Haaren. Oder der nackt. Berüchtigt. Der nackt. So ein Langhaarfrosch oder so. Asgard ist auch einfach reingefahren mit seinem Panzer. Also. Und der pflanzt sich dann fort mit einer Nacktschnecke. Mit der haarigen Nacktschnecke. Soll ich das sonst machen? Meinst du, ich fahr da irgendwo, was weiß ich, hin? Ah, ich hab Lauf dann zu Fuß? Hallo, ich muss hier lang. Außen geh ich. Dickhead! Ich kann sagen, ich hab einen Beifahrer, aber der schießt nicht. Wir hatten einen Heli, als... Irgendwer hat einen Heli hinter sich. Den hol ich gleich mal runter. Au! Oh. Was ist das denn für eine Bodenwelle hier? Ich hab einen Melee hinter mir. Ja, halt doch an und Hunde mit der Railgun runter. Ich hab wohl. Ich hätte eigentlich hier links hochfahren können, oder? Dann müsste ich ja aussteigen. Naja, ich werde ihn erledigen. Jetzt hat die LKW sind ineinander gefahren. Sah süß aus. Block. Genau. Ist da auch Polizei? Hä? Und ist Ruhe. Ich hab zwei Sterne. Auch das hab ich nicht. Auch nicht. Ich auch nicht. Ich habe 6 Punkte unten über der Zeit. Das sind die Vorräte. Heißt, wir haben alle 6 eingesammelt. Aber bei dem Chaos, der hier gerade so stattfindet, bezweifle ich, dass die alle ankommen. Also ich bin fast da. Der Heli hat sich übrigens verabschiedet.
Oh, mein Motor macht komische Geräusche. Will dein Schwarzarbeiter raus? Nicht vor den Posten, okay. Er ist da gerade eigentlich mit seinem Noob-Bike hinter mir, über mir geflogen. Vermute, das war der Linke. Alles klar. Nur so eine Vermutung. Nö. Nein, man macht jetzt die, richtet jetzt die Augen nicht auf den Chat, sondern Straße. Ja, sonst knallt's wieder. Es ist wirklich oftmals jetzt schon so. Alex, du bist bei mir drin, oder? Was? Du fährst bei mir mit, ne? Ja. Hast du das gerade gesehen? Ich bin schon nach rechts ausgewichen, weil ich dachte, okay, er fährt nach links rüber. Und ja, dann bleibt er stehen. Boom. Jo. Ich hasse diese NPCs, ehrlich, ey. Was passiert mit Lincoln? Nicht, dass die Markierung gleich weg ist und wir alle hier reinfahren. Ist noch da. So, abgeliefert. Das ist irgendwie. Das passt irgendwie. Hier, guck mal, Peter. Seine Mitarbeiter gammeln hier auch rum. Ich habe einen Mitarbeiter? Ja, stimmt, ja, die stehen hier und spielen am Handy. Bestimmt Tinder, oder? Ja, wahrscheinlich. Ja, eine schaukelt sich da eine von der Palme. Iku. Alter. Bitte? Okay. Was geht denn hier eigentlich ab? Alex macht jetzt einen Heist. Kriegst du nicht was aus dem Kohleautomaten hier, was für einen Saftladen? Kriegt nur der Boss, glaube ich. Peter, das ist wie bei jedem Kohleautomaten. Steckst du Geld rein, kriegst du Leistung raus. Ich glaube nicht, dass du eine Leistung kriegst hier. Okay, steckst du Geld rein, kommt eine Minigun raus und feuert dich weg. Kannst du mal bitte warum von meinem Auto runtergehen? Warum steht Peter im Auto, Tröder? Ich stehe gar nicht auf deinem Auto, ich stehe im Auto. Ja, im Auto. Komisch aus. Ja. Peters Hacker. Hacker. Das sieht jetzt ein bisschen komisch aus, was du da machst. Ja, du ziehst ihn mit. Oh, ich sah raus. Und wer fehlt noch? Der Asgard. Es ist jetzt nur noch eine Vermutung. Ja. Ich finde ja meine Ketchup-Punkte hinten auf dem Jackett sind fast genau symmetrisch. Welche Ketchup-Punkte? Die ich aber auf dem Jackett habe. Du hast keinen, du hast da an der Wade welche. Ja, also glatten, bei mir sind sie im Rücken. Bei mir sind keine. Ich hab einen Ketchup-Fleck im Gesicht. Ich hab gar keinen. Hast du einen im Gesicht? Ja, meine Farbe, meine bist Schminke. Bist du wieder volle Kanne in die Pommes gefallen, ne? Oh, ist da was? So eine schöne Currywurst Pommes. Asgard, bist du noch da? Ja. Ich kann jetzt noch nicht reinfahren, weil ich sonst den Alex fahren hätte. Das geht schon. Mach mal ruhig, der verkraftet das schon. Achso, ich muss auch noch aussteigen, okay, dann ist der kein Ding. Kommst du mit deinem Panzer nicht rein, wa? Nee. Guck mal. Ich hab gelügt. Kannst du dir keine besseren Rechner leisten, Methos? Hier steht noch ein Röhrenmonitor. Also mal ganz ehrlich, ne? Wow, es ist voll. Die Leistung. Methos ist voll. Hey, Level 76. Methos. Take a look at the staff management page to assign your technicians to research or manufacture. If you use your supplies for research, you'll gain access to unique modifications for your vehicles and weapons. Current research progress you can track on the research page along with the records of all the schematics you've developed. Waffenschmuggeln war ein bisschen wenig. Hey, now that you've settled into your new place, how about getting to work? Log on to the terminal in your mobile ops center and I'll tell you which problems need solving. Ja. Ich kann nicht über den anderen noch was verkaufen, das wäre natürlich. Jetzt hat er noch gar keiner was zum geilen Lack von meinem Auto gesagt. Ich bin Auto.
Dann geh mal von der Tür weg, ich muss ab. Bin doch schon längst draußen. Nein! Doch! Ich lauf wieder rein. Was? Wieso steht eigentlich mein Auto mitten am Strand? Oh, das ist ja schön warm. Boah. Was brennt denn da? Oh, schön Heizung an. Mein Bike, schön. Mein Bike ist auch am Strand. Oh, schön. Oh ja. Okay. Strandspaziergang haben sie wahrscheinlich gemacht. Ja, ich war gerade bei der Heizung. War es gut, ist ja immer noch. So, erst deine Hanfplantage oder erst deine Fälscherei? Die Dokumentenfälscherei ist von hier auf dem Weg. Also ist eher dran als die Hanfplantage von hier aus. Ich weiß, wo die Dokumentenfälscherei ist, da wo meine auch ist. Ja, die linke Seite war da auch. Ist da auch. Ja, aber die überlege ich zu verkaufen und. Wie kannst du das denn verkaufen? Die kannst du verkaufen. Wie denn? Kannst du in Zahlung geben? Ja, kannst du in Zahlung geben und dann kannst du eine neue in der Stadt kaufen oder in der Nähe der Stadt. Oh, das ist so geil. Aber dann gehen deine Vorräte verloren, die du da zu. Ja, sind glaube ich eh nichts drin. Ja, liefern wir einmal ab und dann ist erledigt, ne? Ja. Alex hat mein Auto in die Luft gesprengt. Oh. Oh. Also ich habe jetzt wieder 3 Millionen. Wenn der drinne saß. Also ich habe gemeint, du schlumpst echt im Geld. Ich muss mein Meth-Labor und mein Geldfälscherei kann ich fast komplett aus. Ich hab noch einen Satz frei. Ja, aber das wusste ich nicht, dass man die Sachen dann auch in Zahlung geben kann. Kann man eine Zahlung geben. Wenn kann Peter Zwegert vorbeikommt. Wenn er seinen Flipchart aufstellt. Kann man denn auch die Eigentumswohnungen verkaufen? Oder in Zahlung geben? Glaube ich auch. Geben. Büro kannst du ja auch verkaufen, kannst du ja auch umziehen. Anderes Büro. Kann man es umziehen oder kann man es auch wirklich verkaufen? Das wäre total geil. Veit hat das doch mal gemacht. Ja, ja. Eigentlich immer mal wieder, wenn er gerade mal Lust hatte. Ja. Weil dann würde ich nämlich auch die Motorradfarm da oben verkaufen und die näher in die Stadt legen. Manchmal frage ich mich, was Veit macht, wenn sein Geld mal irgendwann alle ist. Ja, ich hab lange Nase. Ja gut, ich vermute ja, er hat eigentlich alles, dann muss er halt nur was fürs Geld tun, aber... Oder er muss seine Autos verkaufen. Seine zig Autos. Ich glaube, er hat alle Autos. Er hat doch mal irgendwann gesagt, er hat alle möglichen Autos verkauft. Ja, ganz ehrlich. Was er jetzt hat noch mal, aber... Wenn er so weitermacht, dann wird er irgendwann... Klingt reich? Keine Kohle mehr haben. Nee, reich wird er nicht. Bitte, wie viel hat er denn? Der war doch in dem Milliardenbereich. Ja, ja, genau. Naja, ich glaube 43 Milliarden oder so waren das. Ja, das wird ewig dauern, bis das los ist. Ja. Aber was kostet eine Orbitalkanone? 750.000 ja. Oder sowas? Ja. Wenn's automatisch Zielerfassung, ich glaube ohne 450.000. Das ist auch nicht viel besser. Vielleicht pro Schuss und den kannst du nur einmal in 45 Minuten einsetzen. Das ist echt heftig. Ja, ist ja egal, wie oft du die einsetzen kannst, aber wenn du, ne, die zweimal benutzt, ist eine Million los. Million weg. Ja. Ja. Lange für arbeiten normalerweise. Ja, sicher. Und ich finde das sowieso irgendwie ein bisschen doof. Lincoln, ich wollte gerade sagen, ich bin gleich da. Junge, wusch, kommt eh über mich rübergeflogen. Andi, kill die Bullen. Hä? Ich muss drunter leiden. Nein, ich mach gar nichts, ich fahr bloß, dass Alex da hier schmeißt. Und das andere, was ich auch ein bisschen doof finde, er hat gar keinen Anreiz, in dem Spiel irgendwas zu erreichen. Ja, das stimmt. Doch, stand your ground und Ärger machen. Ja, aber... Wir brauchen auch Vorräte, hier ist fast nichts drin. Rennen sind ja ganz lustig, aber... Ja, Rennen... Was stand your ground ist irgendwie auf Dauer... Bisschen. Was seid ihr denn? Das sollte jetzt übrigens nicht zur Diskussion über seine Spielmoral oder sowas anregen. Nee. Machen wir doch gar nicht. Ja, ich wollte das halt nur mal erwähnen, dass irgendwann ist auch das Geld alle. Mhm. Und aber vermutlich ist bis dahin GTA 6 da. Ach, und ich habe auch nur gesagt, dass er keinen Anreiz hat in dem Spiel. Ja, ja, stimmt ja auch. Du hast sogar noch Produkte zu verkaufen. Good news. Was lohnt ja gar nur zwei Balken, ja. Komm, von da kommen wir doch erst. Müssen wir denn hin?
Nach meinem Hotel, na klar. Das ist doch scheiße. Wenn ich jetzt einmal die ganze Strecke zurück... Nee, geil. Und die da gerade an uns vorbeigefahren sind, zu einem Cabrio geworden. Transformers. Jetzt in GTA. Er fliegt. Das wundert mich eigentlich, dass sie sowas bis heute noch nicht reingebaut haben irgendwie. Was? Autos, die sich verwandeln können zu irgendwas. Ja, so wie bei Transformers. Das wäre wieder ein bisschen zu... Das wäre genau GTA. Wer ist der andere Scheiß Film? Der, auch mit, der andere Film auch mit diesen Robotern? Was? Bumblebee? Nee. Nee, aber der... Nummer 5 lebt. Nee, das ist so ähnlich wie Transformers. Das ist aber mit riesigen, noch größeren Viechern da. Komm nicht auf den Namen. Ah, ja, du meinst... Dieses, wo sie die komischen Monster bekämpfen, wo es jetzt dieses Jahr, letztes Jahr auch noch einen zweiten Teil von gab. Ja, The Pacific Rim. Pacific Rim, ja, genau. Pacific Rim, ja. Mal was anderes jetzt nochmal kurz, um GTA 6 wieder mal wieder ein bisschen ins Leben zu rufen. Es soll ja dementsprechend auch wieder Open World geben, ne? Aber diesmal mit einer Frau. Als Hauptcharakter. Also in der meinst du in der Kampagne? Mhm. Ja. Warum nicht? Da werden die ganzen und Sexisten auch noch zum Spielen animiert, das war super. Ja. Und es soll wahrscheinlich dann auch wieder eine Vice City Version sein. Okay. Ja, warum wärst du auf einmal langsamer? Weil ich gerade mal von einem Gast gegangen bin. Ja. Ich auch dann. Boah! Also Asgard, ich bin ja dafür, dass wir gleich rausspringen, wenn wir da sind. Also ich bin dafür, dass du da landest. Ja, was macht ihr denn? Sicher? Sicher? Ja. Ich kann Scheiße. Nicht Scheiße! Boah! Ich würde rausspringen an deiner Stelle. Meinst du? Peter, wo bist du eigentlich? Oh! Wo ist der Punkt denn? Oh, die Fahrerin ist sauer, weil ihr Auto ist schon so geflogen. Ach, die haben die Vorräte schon. Das war ja jetzt wow. Ihr bräucht euch gar nicht auf den Weg machen, es sind nur zwei. Okay. Also wieder zurück. Kommt mit einem vorbeigezischt. Oh, hupsi, muss ich hier aufpassen, ich darf mal nicht mit der Minigun schießen. Das Auto sieht eigentlich ganz geil aus, wenn da hinten das, das Ding ins fehlt, oder? Warum darf man da nicht mit der Minigun schießen? Ja. Noch nicht da. Die LKWs, die Dings fahren. Ja, weil muss. Die kann da nicht kaputt gehen drauf. Tja. Ja. Auf dem Weg. Musste ja aus dem Flugzeug springen und er hat mir keinen Fallschirm gegeben. Ja, sorry, ich hatte bloß noch einen. Ja. Dann kein Wegpunkt da hinten. Hast du den Fallschirm genommen? Der andere war kaputt. Oh. Tür ab! Was du da? Auto hat gekippt, ich freue mich. Ah, das jetzt ist nicht gut. So. Andi ist gestorben. Kuruma. Ja, genau. Kam uns da eben Kuruma entgegen? Wieder fort. Wieder fort. Oh, wir haben Lebensbalken. Mein Bandit hat das Spiel verlassen, das war der bestimmt. Ja, das ist der Kollege von mir. Ah, okay. Der Zweibein-Bandit, der hat zum Glück nicht Dreibein-Bandit. Peter, hab ich überholt, ne. Dieser Last, dieser Transporter ist auch ziemlich langsam. Oh, die schießen auf mich. Okay, ich bin dann gleich wieder da. Was, die schießen auf dich? Ja, die aber schießen auf mich. Wäre doch sinnvoll gewesen, noch dahin zu kommen. Alter Peter. Du bleibst doch mitten einfach stehen. Wo sind die denn mit den Transportern? Ach du Scheiße. Die sind viel zu weit weg von uns. Jetzt mal ein Wegpunkt, dass wir denen entgegenkommen. So. Wieder in eine andere Richtung. Blockieren alle den Weg hier. Was macht der NPC da? Der kann noch nicht fahren. Stirb!
Langsam kennen wir die Kurve hier schon, ne, Peter? Mhm. Nur noch 7,5 Kilometer. Yeah. Was? 6? Oh. Also, bei dem Fahren hier lang so, muss ich so ein bisschen im Moment an die alten Need for Speed Teile denken. Wo ist denn der andere? Los, komm. Nein. Wow. Du hast ein Licht verloren. Ich hab ein Licht verloren? Ja, toll. Nee, warte mal, halt mal an, du musst gucken, ob das jetzt bei dir vorne ist. Soll ich dich rumschieben? Auch. Oh, meine Frontschürze ist auch ein bisschen. Peter hat gar kein Licht mehr. Hinten und vorne nicht. Aber hinten hat er nicht nur. Aber hinten ging's nicht nur. Licht. Hinten ging's nicht nur aus, hinten hat er auch einfach gar keine Schürze mehr. Ich habe hinten noch Licht. Hast du ein Licht? Kennzeichenlicht. Wieder da. Hallo. Auf der rechten Seite sehen Sie mein Clubhaus. Was? Da Alter. Kommt gleich mein Clubhaus hier, die Tankstelle da. Die Tankstelle? Peter, jetzt hast du mich abgehängt. Oder auch nicht? Ich hab jetzt gebremst. Ich glaube, ich muss gleich auch mal mein GTO, wie heißt der? GT, Dingsbums, GT holen. Aber deiner scheint getuned zu sein, der geht ganz gut ab. Du meinst wahrscheinlich Turismo R. Turismo R, genau. Das muss man meinen fahren, der ist voll, vollständig getuned. Okay. Aber da kommst du hinterher, was willst du denn? Ja, eben, aber meiner ist voll getuned hier, der Entity. Deshalb gehe ich davon aus, dass deiner auch getuned sein muss. War eigentlich ziemlich genau gleich schnell, ne? Obwohl, ich glaube, ganz minimal hole ich auch. Dabei hast du deinen schon zum Leichtbau umgebaut. Na, musst du außen rumfahren. Ja, bei denen warst du. Oh nee! Ich wollte schon lachen, dass ich vorbeikomme. Da fliegt der rüber und landet auf mir. Ja. Och, Peter! Was denn? Stell mir doch nicht jedes Auto vor die Nase. Hab ich gar nicht. Hast du wohl. Wollen wir mal gucken, ob du auch vernünftig einparkst. War ja klar, dass du wieder sonst wo parkst. Ja. Genau, park wie so ein Smart. Warte mal, das kriegen wir hin. Ja, so. Ja, und raus, ich nehme nicht so viel Platz ein. Muss ich mich mal ganz kurz abmelden. Ach, lieber nicht. Hast du gerade ins Mikro gefurzt? Alter. Wir haben uns so mühsam hier hingestellt. Hat erstmal den Hydranten überfahren. So.
Müsste jetzt voll sein, das Lager. Durch den Eingang. Nein. Hä? Ja, ist auch nicht voll. Naja. Kann man wohl noch eine machen. Oh, Waffe verteidigen. Ich kann nicht reingehen. Verteidigen, ja, Waffe verteidigen. Okay. Wo denn? Ja, okay, ich hol meine Mark 2. Hanfplantage. Bei irgendwem ist eine Razzia. Ja, bei mir. Hanfplantage. Da müsste das Lager übrigens voll gewesen sein, eigentlich. Okay, ich kümmere mich kurz dann gleich drum. Das wäre total liebesgewürdig. Jetzt nochmal in Tourismus fahren. Bin schon auf dem Weg. Ja. Bin schon auf dem Weg. Ich warte darauf, okay, dass Peter wieder rankommt. Wieso, der kann doch selber fahren, oder nicht? Ja, deswegen ja. Weil Alex hat doch mein Auto kaputt gemacht. Ja, das ist mein LKW. So, da bin ich wieder. Mimimi zu machen und besorgst dir neu. Lili geht nicht in das Unternehmen deines Motorradclubs angreifen. Ach du Schande. Es sind nicht mehr viel übrig. Motorradclub, Hanfplantage. Alles kaputt. Sehr schön. Jetzt musst du bloß auch den Polizeitransporter klauen. Ich kann sagen, das ist nur die Ware, die da hinten irgendwo fährt. Ja, klauen, aber nicht kaputt machen. Das heißt, raus. Warum machst du nur die Tür zu? Weil du hast gar nichts mehr im Auto dran, aber die Tür machst du zu. Ach, du bist sie neben mir. Das Ding fährt ja wie Raudi. Guck mal, ja. Du sollst es anhalten. Wir steigen um. Warte, anhalten, Linien anhalten, Piloten erschießen oder oh, sorry. Ja. Piloten erschießen. Wir lassen die Pferde neu. Wir hatten Piloten vom Polizeiauto. Erkennst du dich? Hm. Du musst an der Seite reinschießen, sonst geht das nicht. An der Seite ist ein ganz kleiner, schmaler Spalt. Achso, du bist so schnell, komm nicht hoch. Und da. Er ist ausgestiegen. Ja, oder so. Ich bin ja schon auf Diät. Apropos, ist eigentlich recht, ich könnte mal wieder was essen. Rückbringen oder? Ja. Schüttel die Cops ab. Och nö. Hm. Ich will die Cops nicht rumschütteln. Karre fährt sich auch scheiße. kann mal einer mit dem MK2 zu mir kommen? Ich bin festgefahren. Wir sind mit dem altmodischen MK2 unterwegs. Ja. Andi, du warst doch gerade mit dem MK2 da. Kannst du? Ja. Ah, okay. Ich würde ja gerne mal anschieben, aber es geht nicht. Warte, lass mich raushüppen. Also die Bullen bin ich ja los, aber trotzdem ist das Auto festgebackt. Oh, fuck! Scheiße! Das war wohl nichts. Ich wollte eigentlich auf den Bergkamm rauf, hätte ich das überlebt, aber der Fluch hier drüber. Jetzt müsste es so rauskommen. Nee, ich komm immer noch nicht runter. Vielleicht drauf. Du hast den Stein drunter weggeschoben, das war auch gut. In dem Tagebau. Ich wusste gar nicht, dass man die Steine bewegen kann. Okay, und die Bullen bin ich auch schon los. Also. Wow. Selbstmordattentäter. Mhm. Anti-Mate. Wie gesagt, zum Glück stehen hier keine Zwillingstürme. Peter, willst du mitfahren? Das war mies. Jetzt habe ich wieder zwei Sterne, warum das denn? Achso, weil Peter zugestiegen ist. Ich habe auch eine Fahrgelegenheit. Ich habe leider bloß einen Einsitzer, aber ich kann kurz zu dem Zweisitzer umswitchen. Mal wieder irgendwo hoch, wo die Bullen nicht hinkommen. Oh, bloß einen kleinen Moment. Ich brauche auch einen kleinen Moment, bis ich überhaupt in Zivilisation gekommen bin. Ach, das geht schon. Ich hole mir einfach Motorrad. Mal eine andere Frage. Hat nicht einer diesen komischen Lastenhubschrauber, wo er das Auto mit annehmen kann? Cargo-Bob, ja. Ja, Scheiße, warte, es blinkt doch schon, warte. Und ich muss ja nicht weit fahren, da hinten sieht man ja schon, wo die Hanfplantage ist. Ich bin eigentlich hier im Berg weiterfahren.
Wir dürfen nur nicht abrutschen, weil ich saß ja ein zum Schieben. Scheiße, mit, ne? Nee, warte mal, vor uns ist. Ja, hier genau. Vor uns ist eine Straße, nicht, dass dann da die Bullen wieder langkommen. Wo ist eine Straße? Guck mal auf dem Handy-Map, da vor uns gleich wieder eine Straße. Ja, fahr doch auf dem Schienen lang. Könnt ihr ihn ja trotzdem sehen. Nicht immer. Ich muss einfach ausziehen. Ich kann mich auch noch umziehen, ich brauche nur einen Kleiderschrank. Der Alien auf dem Motorrad. In der Version von E.T. Nicht im Fahrradkorb vorne drin ist, sondern mit der Knarre auf dem Motorrad. Irgendwie buggt hier bei mir auch was. Bei mir steht die ganze Zeit, dass ich 30 Muni einsammeln würde. Und ich habe die ganze Zeit so ein plus 30 Munitionssymbol auf dem Polizeibund. Ja, das ist kein Bug, das ist normal. Wow, so ein richtiger Profi. Hi, bye, Boss. Alter. Also, ich will ja nichts sagen, ne? Aber wenn ich mir jetzt mal kurz so die Spielerliste hier anschaue, ne? Dann? Und man sich den Zornes Depression anguckt mit 6001, das soll schon was heißen. Warum kann ich denn hier mein Unternehmen eigentlich nicht eintreten? Ja, ich glaube, wir sollten auch den Server wieder wechseln. Bei mir geht hier nämlich irgendwie gerade gar nichts mehr. Boah, da ist zwar 6001, aber plus eine 1,1. Jetzt habe ich, Anruf gehabt, jetzt kann ich bestimmt wieder rein. Nein, leider nur auf PC. Ja. Alles klar. Hi Ghost. Einfach, nee, wie der Peter gerade schon sagte, auf PC. Hier ist einfach eine, der hat eine 8,8er KD. Ich hab übrigens 1000 Dollar gekriegt, damit deine Razzia weg ist, obwohl ich nichts gemacht habe. Und ich dachte, du würdest gerade schon sagen, oh. Hier könntest du sogar Güter verkaufen. Ja, aber nicht auf diesem Server, glaube ich, oder? Nee, würde ich nicht machen. Und der 6000er ist aber wieder weg, dann könnte man sich überlegen. Boah, ich ja, nur wir auf dem Server. Ja, gut. Und ein anderer, ein Level 8er, der wird, glaube ich, keinen Ärger machen wollen. Bin nur wir. Jetzt? Ja, lol, ja. Das ist die Depression des Zorns hat einen Abgang gemacht. Dann würde ich sagen, machen wir Ware verkaufen, ne? Geht's. Ja, machen wir. Wie viel Geld hast du denn wieder, Metros? 500? 400? 250. Okay, dann hast du nach der Mission ungefähr 350. Oder 400 vielleicht. Hey. Wieder fährt den LKW, alles klar. Ist schön hochgeschnipst. Jo. Bisschen Tourismus fahren von mir. Wieso du so fragst? Der Profi muss ja sein. Sieht also toll aus, ja, aber. Warum ist denn deiner hinten auch nackig? Tja. Boah. Nein. Ich finde, so sieht der viel besser aus. Kann einer tauschen mit mir? Ich will den LKW nicht fahren. Der Typ da drin ist zugekokst. Ja, cool. Man sieht auch. Also bei mir war er nicht zugekokst vorhin. Zugeraucht, meine ich. Du bist wahrscheinlich immun dagegen, ich nicht. Er fuhr das Wort doch falsch gehört. Ach, stimmt, ja. Ja, ich glaube nicht, dass der sein Falschschalt raucht. Wer weiß, wer also weiß. Manche schnüffeln auch Kleber, also. Oh. Ja, ihr braucht mich nicht überholen. Ich fahre hier kreuz und quer. Wieder hier vorne kommen Bullen. Fahr da nicht gegen. Ich hab schon einen Stern. Achso, stimmt ja. Ja. Ja, Peter fährt richtig besoffen. Ja, es tut mir leid. Hat die Bullen einfach überfahren. Was soll ich machen? Was alle, ja. Aber hier das Auto, das was hier steht, ne? Warte mal, das. Ach, scheiße, ich wollte es an die Seite schieben. Ja, ich muss jetzt doch hier lang fahren. Ah, okay. Nein. Der schiebt ihn da von hinten. Das war in diesen LKW hinten reingefahren. Ja, ich hab Monster-Stunt gemacht, lol. Alter,
Zum Glück muss ich damit keine 27 Minuten fahren. Wir müssten noch. Ich weiß es nicht. Ich habe. 6 Kilometer, ach du Scheiße. Ich glaube, in der Fahrprüfung wärst du schon durchgefallen. Mehrfach. Geht mir ja auch nicht bekifft hin, ne? Ich? Peter, du musst hier oben weiterfahren. Das geht nicht. Das ist völlig zu, der Bengel. Ja. Oh. Ich glaube, das müssen wir nochmal versuchen. Das wäre echt ein grüner Abschluss. Peter. Ich hab durch die Wiese. Oh, 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 oh. Und hier wieder auf die Straße? Ja. Da und mit ja, völlig Schwung zugeguckt. Und auf da! Scheiße, klappt. Nee, dann kommt geht gar nicht, hoch. Oh nee. Tja, wie gesagt, das bräuchte man einen Cargo Bob. Wie bitte? Das waren wir. Wir haben nochmal von hinten nachgeschoben, oh. Oh, das war eine schöne Perie. Es sah gut aus, ne? Schöne Rolle. Beinahe wäre die Tür auch noch ab gewesen. Was ist denn Peter jetzt? Der hängt ja immer noch hinten im Loch. Ist er hochgekommen? Ja. Bist du hochgekommen? Alles klar, dann kommen wir da auch hoch. Du musst es rechts davon vorbeifahren, von dem Baum. Vermute wir als Auto mit genug wow Sprung springen wir wahrscheinlich rüber, oder? Also wenn du so weiter machst, bin ich tot. Ich auch. Lag dir rechts vom Baum? Oh ja. Tut mir leid, was ich deinem Auto hier so zumute, aber. Ist halt durch. Boah, direkt darüber, scheiße. Das wird immer schlimmer. Okay, also ich muss sagen, der Tourismus gefällt mir aber ganz gut eigentlich. Ja, das ist ein solides Auto für Standardklasse. Vielleicht kann mich einer mal diesen paar Koksen hier rausschmeißen. Geht nicht, das ist der Käufer. Ja, genau. Wirklich jetzt? Wer kann denn nicht rüberfahren? Sei froh, dass Trevor Phillips nicht neben dir sitzt und. Alter, haben wir ein Looping gemacht, ey. Die Farbe ist übrigens schick. Welche? Von dem Turismo. Von Lincoln. Alter! Lincoln? Hörst du dieses Rasseln? Ich glaube, da ist irgendwas defekt an deinem Auto. Kannst du wieder haben. Das Getriebe bestimmt. Peter überspringt die. Jo, gleich bleibt er noch hängen. Ich habe gar keine Kontrolle über diesen LKW. Sind noch 2,5 Kilometer. Das schaffst du auch noch. Warte, ich muss aber irgendwie erstmal wieder auf die andere Fahrbahn kommen. Ja, das ist Peter neben uns. Nee. Peter rechts hier, ne? Rechts. Ja, ich brauch nicht lenken, das macht der LKW von der Wagen schiebt ganz gut, wenn man. Verwandel dich in Optimus Prime. Und lauf einfach. Ja, lenken ist ganz schön scheiße hier. Es wird auch noch schwieriger, weil wir von hinten noch schieben. Das ist auch eine schöne kurvige Fahrt, die das Navi ausgebildet hat. Oh, scheiße, stand. Ja, das ist wirklich kurvig. Ich könnte sagen, Peter hat es gerade nicht einfach gemacht. Nee. Ja, wenn man dann auch zu siehst, dass alles mega verschwommen ist. Wow. Hab ich noch nicht gemacht. Dann kommt er von der Laterne noch geflogen mit. Was, Lincoln, das hast du noch nicht einmal gemacht? Nee. Echt nicht? Als bekiffter LKW-Fahrer habe ich noch nicht gemacht. Das ist schon heftig. Linke, soll ich mal aussteigen? Das ist mein Parkplatz. Ja, Linke, willst du mal? Na, jetzt brauche ich auch nicht mehr für die 1,4 Kilometer. Linke, traut sich nicht. Ich merke das schon. Ich hör's von dem verrückten Alien geflogen. Boah, schöne Kackkante hier. Was? Wir müssen wieder hin. An den Beach natürlich. Vespucci Beach. Guck mal, wie viele Spieler wir auf einmal hier drauf haben. Ja, da sind ein paar dazugekommen. Ja. Okay, ist gut. War keine gute Idee, viel die Spieler zu drücken. Boah. Meine Güte. Ups. Hier, vorsichtig, komm. Ich hab gerade den Engine umgedreht.
Scheiße. So viele Low-Level, ey. Oh, geil. Oh, ich dachte, ich passe durch. Gleich Oppressor holen. Lass doch, die haben 9, Level 9er und Level 3er in Ruhe. Level 8er. Also, ich bin eigentlich Peter, so ein schönes. Hast du noch Sterne? Ich möchte euch. Nein. Ach, Asgard hat sie, alles klar. Nee, ich hab sie auch nicht. Aber jetzt. Gut, hier. Nein! Boah, ich will da nicht rüberfahren. Okay, der ist eh tot. Scheiße, toll, jetzt haben wir einen Stern. Weil ich einen toten Polizisten überfahren habe. Schüttel die Cops ab. Was denn jetzt? Cops abschütteln. Lester anrufen zum Beispiel. Das kann ich mir überhaupt ja. nicht leisten, die 200 Dollar. Viel zu oft. Kann gerade Lester nicht anrufen. Bist du bekifft? Findest das Telefon nicht, ne? Ja. Ich fahr mich hier gleich fest hier unten. Pass auf, gleich klatscht eine Möwe bei uns gegen das Fenster. Wo ist das Wasser? Where's my water? Nein! Gilden, es tut mir leid. Was tut dir das eigentlich? Oh nee, jetzt haben wir wieder Sterne. Warum schießt du denn? Leute, was macht ihr denn? Die Ware abgeliefert? Nee. Geht nicht, weil. Boah. Wo ist denn Peter? On the beach. Ja, ich sehe es. Kann man da rüberspringen? Da kann man doch bestimmt rüberspringen über den Hai, oder? Ja. Das ist ganz schön. Erwischt. Tricky hier. Nein, da. Ups. Monster Stunt erledigt. Nee. Moin, ich wollte euch noch treffen. Kriegt die zweite Tür auch noch ab. Zweite Tür auch ab. Ach. Alter, wie fährst du denn? Ich wollte doch rüber. Doch, du hast dein Geld gekriegt. Peter hat abgeliefert. Ja. Hab ich das Geld direkt aufs Konto oder hab ich das Geld auf dem. Nee, du hast es überwiesen bekommen. Jo. Alles klar, 400 habe ich. 400 Millionen? Bin gut. Na, das wäre toll. So, Lincoln, anschnallen. Wir kommen hier irgendwie raus. Nee, vielleicht auch nicht. Wo ist das hier denn? Ja, hier ist eine lebende Statue. Ich bin raus. So, heute hier ist eine lebende Statue, so ein Typ komplett grau angemalt. Wo bist du denn? Direkt bei hinter mir. Übrigens, hier an dieser Stelle war ich in Wirklichkeit schon. Ja, das ist der Typ. Geil, oder? Ja. Habt ihr den Typ nicht umgelegt? Statue. Ja, ist der Stand da eigentlich? War mal eine lebende Statue, meinst du wohl? So, hat noch jemand was zu tun? Du hast doch noch deine Vorräte aufzufüllen bei Hanfplantage. Ja, das ist richtig, jetzt müssen wir sie wieder auffüllen. Sonst könnte man noch Terrorbald-Missionen machen. Ist auch immer gutes Geld. Wartet auf mich! Halt, stopp! Wie? Aber ich hatte Fischauge, glaube ich. Ja. Oder schaffe ich das immer zwischen den Autos durch? Knick in der Optik. Ich hab da so ein leichtes Nein gehört. War das Peter? Nein. Nee. Ich glaube, das war Asgard. Ja. Hat er Asgard denn? Aber ich muss sagen, den Wagen hier kaputt zu kriegen, dauert deutlich länger als den Entity zu zerstören. Tipp mich um. Boah, Peter. Hinten rechts die Radaufhängung, die ist krumm, oder? Ja, zumindest vom. Ja, beim NTT, den guckst du schief an, da ist eine Radaufhängung krumm. Und die sind ja, wenn ich mir überlege, wie ich den misshandelt habe.
Peters mit dem Bike unterwegs. Ach komm, jetzt bin ich mitten lang gefahren. Ist doch doof. Hä? Hä? Was? Hast du schusssichere Reifen drauf, Linko? Ja. Was ist jetzt los? Modderlobby, Modderlobby. Dieser Sitzung ist ein Fehler aufgetreten. Ich bin aus der Sitzung reported worden. Also als Privatperson hat man ja gelegentlich sowas, dass man einen Disconnect hat, ne? Meint ihr, das hat Rockstar auch? Also wenn selbst ich das nicht habe. 24 Stunden connect. Ich bin in der Single. In der Kampagne gelandet. Ich auch. So. Bei wem treffen wir uns? Bei Lincoln? Oh, weiß ich nicht. An E20 Leute auf dem Server, das war schon wieder zu viel. It's kind of fuzzy. Ich muss jetzt mal online gehen. Wie lange macht ihr überhaupt noch? Ich soll keine Lust mehr haben. Nee, ich weiß es nicht. Nee, 4 Minuten. Ist schon einer drin von euch? Nee. Vier Minuten mache ich noch. Ich frage mich gerade, ob ich Anthem die Daten wohl gelöscht habe. Peter, musstest du Anthem komplett? Ah, okay. Ja. Wie groß war's? Willst du nicht wissen. Wie groß? 50. 52. Heute nicht mehr. Schaffe ich in den nächsten 4 Minuten nicht. Wieso? Ich habe eine halbe Stunde gebraucht. Arschloch. Wieso? Schmeiß doch schon mal an. Ich kann auch Rocket League oder irgendwas anderes, was wir haben. Nee, ich war jetzt neugieriger. So. Ja, schmeißt du einfach an, Anson. Und dann sind wir weiter. Kann ich nicht, Peter ist bei mir auf dem Server. Peter Nasgard. Dafür müsste ich erst die unglaublichen 4 Euro ausgeben. Achso. Und Herr Germany ist auch auf dem Server. Herr Germany? So. Ja. Also hier haben wir Mr. Right und Mr. Perfect, ne? Mein Auto ist wieder heile und ganz. Und bei mir explodiert irgendwas. Lincoln ist bei mir auch. Bin ich auch bei euch? Ja. Wie kann ich eigentlich Outfit speichern? Keine Ahnung. Wo bin ich denn jetzt wieder woanders? Wenn du bei dir in der Bude an den Kleiderschrank gehst, glaube ich, da kannst du Outfits speichern. Okay. Glaube ich. War doch so, ne? Nee, da wollte ich jetzt nicht ganz hinlaufen. Also Peter, Lincoln, ihr seid alle auf dem gleichen und Asgard auch, ne? Asgard auch, ja. Ja, aber hier knallt das die ganze Zeit. Asgard, setz dein Gesicht mal lieber wieder auf. Das passt sonst nicht. Ich soll mich wieder wie du verkleiden. Ja, ganz genau. Wird gemacht. Ich bitte darum. Will doch kein Mensch sehen, sowas. Weißt du, wo ich jetzt hinfahre? In das Shopping Center. In die Mall. Wer holt mich ab? Da brennt einer an mir vorbei. Ich fahr mal zu meinem Bunker. Mal gucken, ob die Vorräte schon wieder leer sind. Also wie gesagt, ich fahr jetzt erstmal in eine Shopping Mall, ne? Fährst du am Mail Tower vorbei? Wenn du mir sagst, wo der ist. Mate Bank. Welcher ist das von den vielen großen Türmen?
Richards Majestät. Na, hier haben wir einen Idioten. Mit Explosiv-Ammo. Super. Hat mein Auto schon erledigt. Super. Wir haben es 0 Uhr. So, müssen wir mal einen trinken, wa? Was musst du? Wollen wir einen trinken? Einen trinken. Ja, dann musst du aber reingehen. Nimm gerade eins, zwei. So, lass mal voll. Musst du mal kurz aufs Handy gucken. So, ich geh dann noch erstmal, ich lass euch in Ruhe. Was, warum? Müde. Bin hin. Musst du aufs Handy gucken? Ich seh nachher. Nix, was hier im Stream was verloren hätte. Ja, dann tschüss, viel Spaß noch. Ja, tschüss. Viel Spaß. Und, gut. Ne? Skull. Schön, dass du dabei warst. Jo, kein Problem. Ich fand's auch schön. Wagen, den ich gönnen möchte eigentlich. Was für ein Wagen? Corvette. Ein schickes Auto. So. Kannst du meinen mal fahren? Willst du also wen anders fahren lassen? Ja. Ja, Asker, das Auto passt ja zu dir, ne? Kleiner Lurch. Tatsache. Der Wagen steht jetzt zweimal der. Warte mal, nee, der Peter bleibt mal stehen. Eine gerade Strecke bitte. Ja, das ist eine gerade Strecke. So, nebeneinander. Da weiß, rot oder was? Haben wir den klauen und verkaufen? Ja. Das hier, ist das der gleiche als Cabrio? Das gibt's nicht. Hier stehen drei solche Dinger. Du bist nicht an der Linie. Einer wird gespawnt. Oh, jetzt ist einer despawned. Nicht an der Linie. Hier standen an einer Stelle drei solche Corvettes. Warte. Leute, kann mir einer sagen, ob man die Corvettes verkaufen kann oder? 2, 1. Ach, was ist das denn für ein Wichser? 0. Die muss ich echt altbacken auf die Karre. Guck mal, ich gewinne. Ja. Mach die denn? Wo ist er? Track Race. Wo ist er? Ich krachte es aber richtig. Ich geh gleich runter von der Sitzung hier. Ja. Ja. Ich bin auch am überlegen, ob wir Schluss machen. Wenn sie ins Bett war. Bett noch nicht, aber meine, wir haben ja so einiges gemacht schon. Genau. Mein Bankkonto dankt. Meins auch. So, Peter, wir müssen das jetzt nochmal wiederholen, weil ich bin ja in die Luft gesprengt worden. Mein Gott. Hi, Elias. Was? Kein Wunder, warum das ein scheiß Server ist. Warum? Ah ja, ich seh schon. Elias, was kann ich denn gegen dich, für dich, mit dir tun? Das war Deutsch für Anfänger. Das Fahrzeug ist zu heiß zum Flugen. Kaufe erstklassige Materialien gleich. Ach, Mann. Wie heißt die Karre? Ja, heiß. Inveterno Coquette Sportwagen. Der ist doch bestimmt trotzdem sauteuer, ne? Den hast du doch gestern. Haben wir den geklaut oder verkauft? Nee, gestern? Doch, der Intuit Black. Corvette Black. Achso, nee, das war noch ein anderer, stimmt. Genau, das war die alte Corvette. Jetzt habe ich die neue gerade am Wickel. Stimmt. Ich habe jetzt noch nicht so. Da ist er. Was sind bei ihm 138.000? Wo ist der Metos? Hast du die Corvette als getuned? Ja.
Kann man irgendwo sehen, als was das Fahrzeug eigentlich einklassifiziert ist? Also nicht welche Corvette? Die aktuelle, die. Die neue. Neue. Ja, hast du die alte? Den Stachelrochen, den habe ich ja. Die Stingray. Nee, das ist auch nicht die, die ich gestern hatte. Hi Jörg, wow. Hallo Dirk. Hallo Dirk und hallo Jörg. Schön, dass ihr reinschaut. Rudi, hast du beim CCS mitgespielt? So, mal kurz gucken. Hat er gestern nochmal gekostet? Winkel? Was mit 690.000, glaube ich. Was? Die Corvette. Achso. Ja, was ich jetzt mache, ist mir jetzt erstmal mein Bunker organisieren. Hast du noch nicht? Achso, ja, oh, klar. Meine Vorräte sind schon wieder leer hier. Ja, welchen nehme ich denn jetzt? Den für 930 oder für 990? Ich würde den für 990. Die 60.000 machen den. Okay. Ja, das hat noch nicht mehr fit. Habe ich mir nämlich auch gesagt. Die 60.000, das ist dann. Bravado Verlierer war der, den wir gestern auch weggebracht haben, den ich so geil fand. Ja. Ah, und die Klasse Mamba. Okay. Den Cheetah. Aber den Cheetah fandest du auch ganz okay. Ah, es sind echt viele coole Autos. Cheetah hab ich. Ein Cheetah, du. 1000. Kaufe. Quatsch, Asgard, bist du gerade bei mir angekommen? Ja. Das ist eine Corvette oder was? Nee, das ist der neue. So, da irgendwie ihr sagt, müssen wir doch die Corvette zeigen, oder? Oh, da müssen wir, gut, zweimal gewonnen. Da müssen wir in meinen Maze Bank Tower und gucken, wo sie steht. Oder auch einfach her. Ja, wie heißt sie denn? Kokett oder wie war Bunker? Das Truder hat zweimal schicken geholt, oder was? Ja. Mechanik, da. So, ich wollte noch was gucken. So, weil ihr mir alle gesagt, ich kann jetzt auf mein Dingens um. Inventero Coquette heißt die aktuelle. Die ältere heißt, keine Ahnung. Ja. Also, man macht deutlich mehr als 1 Million beim. Ja, nicht? Beim Bunker. Ich habe jetzt ein Drittel voll, knapp. Kaufen. Und könnte ich schon für 495.000 könnte ich schon verkaufen. Okay, ein Drittel? Ein Drittel. Also jetzt habe ich einen Stern. Ey, das ist doch nicht wahr. Die Karre. Aber ich habe keine Lust mehr, die Vorräte aufzufüllen jetzt. Will Lester anrufen. Lester, Junge, geh ran. I'm guessing you don't want a back rub. How can I help? Du, falls du noch da bist. Nee, die neue habe ich nicht, ne? Hast du das, ja. And you need my help. Okay. Die neue habe ich nicht. Aber du kannst den hier mal fahren. Ja, warte, gleich. Albany Manana Klassiker. So, wie kann ich den jetzt eintauschen? Mein Clubhaus. Du musst zu deinen alten Club. Warte mal. Kaufst den neuen und verkaufst dann deinen alten. Tati. Diese Gammelkarre hier geklaut. Dachte, du wolltest erst einen Bunker kaufen. Den will ich nicht fahren. Hab ich schon. Achso. Wo sind wir jetzt meine Corvette? Ist die weggespawnt? Die spawnt? Ach, voll. Ich fahre mit dem alten Lincoln rum oder sowas. Es wird ein Lincoln sein, schätze ich mal. Lincoln, ich fahr mit dir rum. Ich dachte, ich wäre nur eine Stadt. Nebraska. Ja, ich finde ein Auto. Ein Präsident war ich auch. Also ich muss erst das neue Clubhaus kaufen, um das alte dann zu verkaufen wird. Nee, ich glaube ja. Mittos, bleib mal stehen, komm mal her. Also ich habe das jetzt richtig verstanden, ne? Im Bunker lohnt es sich selbst für 75.000 das zu kaufen, oder? Meinte Andi, ja. Aber ich bin auf Nummer sicher gegangen und ich habe jetzt die Bahn geklaut. Da ist ein Alien ausgestiegen. Alter!
Ich fahr mal zu meinem Clubhaus und gucke, ob ich meine Hanfplantage und meine Fälscherei. Ob ich meine Hanfplantage und meine Fälscherei verkaufe. Warte mal. Tun kann. Aber dann gehen die Verbesserungen, glaube ich. Ach, komm mal hinterher. Ich verkaufe den seine Karre mal eben. Bringt Geld hier. Am besten fahren wir dann zum Flughafen hin. Peter kommt da auch noch hin und da gibt es noch ein Drag Race. Dass Andi nicht dabei ist. Das würde das Ding nämlich leider gewinnen. Ja, der hier ist noch nicht auf 100%, also noch nicht voll aufgetunt. Fehlt das noch der Turbo. Das ist völlig egal. Wenn Andi da wäre, würde das gewinnen, das Drag Race. Weil? Glitch. Weil er einen Glitch ausnutzt. Kaputte Reifen und dann von 0 auf 100, ne, 500 oder 400 ja, oder 500. Ja, 400-500 fährt die Karre dann. Wie? Ja, das, du schießt vorne die Reifen platt und dann musst du Gas geben und sofort die Handbremse, glaube ich, dazu ziehen. Also er darf nicht in den zweiten schalten und dann zieht er da mal eben mit 300, 400 Sachen davon. Aber nur bei. Da dürfen bloß keine schusssicheren Reifen dran sein, das geht doch nicht. Das ist klar. Ist so, die noch in Fahrbar? Bunker. Ja, natürlich kann man die fahren. Hab's doch gesehen, ich konnte gerade eben hinterherfahren. Was machst du denn? Ich suche mir noch eine Richtung aus. Aber die Verbesserungen gehen dann auch weg, das ist scheiße. Sehe ich gerade. Wenn ich meine Hanfplantage oben verkaufe, so. Nee, weg. Also setzt du richtig Geld in Sand. Ja. Ja, das würde ich mir noch zweimal überlegen. Hier kann man ja ein Fahrzeug in der Garage kaufen. Aber im Clubhaus ist es egal, Peter, da kannst du ja ruhig. Ja, es geht jetzt nur darum, wenn ich jetzt. Ja, das neue Clubhaus, da muss ich ne neue Clubhaus kaufen und kann dann das andere nicht verkaufen. Ich gehe mal drauf, gucke. Clubhaus. Nein, Lincoln, geh bitte nicht drauf. In der Stadt, am Beach zum Beispiel. Oh, der verzieht aber ganz schön, ey. Ne, du kannst, ich glaube, du kannst mehrere Clubhäuser haben. Deswegen ja auch Flugfeld. So. Ja, aber das sieht ja das recht wegen dem Bordstein. Ja. Er geht gar nicht hoch. Ein Trackcar darf auch nicht verziehen, dann kannst du keinen. Ganz Alter, kleinen Fehler gemacht. Seit wann leuchtet diese Brücke so? Nimmer. Was war das? Da kam einer. Ups. Alter. Das war aber ein angenehmer Sprung, was? Dann wird meine Kamera ausgestellt. Oh, was ganz anderes, ich hab grad einen Fehler gemacht. Da ist eine Kurve drin. Ist die Kamera angemacht? Ich bin bei mir im Bunker. Ich hab keinen Bock mehr. Dann tritt einfach die Tür raus. Tut mir leid. Du kannst schon nicht fahren, los komm. Guck mal, ich stehe auf deiner Tür. Ja, ich sehe das schon. Hast du ihn leichter gemacht. Was für eine Kamelkarre. Oh. Ja, ja. Wenn er nicht so überspringen hätte. Hier, das Gelabere. Wie bitte, was? Achso, das war das Gelaber, ja. Ich dachte, was meint er denn jetzt? Warum kommen mir denn so viele Autos entgegen? Damit du schön am Lenkrad rudern kannst. Mhm. Oh. Ja, wenn das Ding gleich mal zu Ende ist, das Video, dann werde ich im Stream beenden. Warum? Ja, ich denke aber auch. Reicht es. Nämlich für andere Aktivitäten. Bitte. Kam deiner entgegen. Wolltest du ihn haben?
Nein, 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 ich habe doch einen Wegpunkt gesetzt, wo ich gerne hin möchte. So, was sehen wir am Wasser? Aufgaben widmen. Anderen Aufgaben widmen. Welche Maske? Ja, genau. Also schlafen. Nee, schon noch irgendwas zocken. Aber wir müssen mal schauen, was. Ich wüsste schon was. Was denn? Ups. Hat drei Buchstaben. ROE. Zwei Punkte. Achso, Ring auf Elysium. Nein, nee. Bier hat vier Buchstaben, nicht drei. Du hast eine komische Art, Bier zu buchstabieren, ne? Oh, links. Kommst du auf ein, zwei Bier rum? 12 schreibt man nicht mit Bindestrich. Da war Timer noch. Wir machen gerade die Rundtour vor solchen Bunker. Upp, ich hab mich gerade verfahren. Nick. Ah, fertig. Wo seid ihr eigentlich? Im Bunker. Ne, ich mein Metas und Asgard. Wir fahren gerade zu meinem Auto. Das steht am Santa Monica. Quatsch, nee, am Beach. Wo wir den Anpflaster abgeliefert haben. Hm. Kommt euch ein Noobike entgegen. Na, das ist so schlimm. Da fährt uns an hinten rein, als wir Kavalierstart machen wollen. Voilà. So. Bin jetzt wieder aus meinem Bunker draußen. Ging doch etwas schneller als erwartet. Die Ampel ist rot, wir dürfen gleich fahren. Oh, sie ist grün. So. Werde jetzt zu euch an Santa Monica kommen. Nee, und würde mich dann von da aus denn auch gleich verabschieden. Das hat Mythos jetzt nicht gesehen, zum Glück. Hast du jetzt dein Clubhaus verkauft? Habe ich tatsächlich nicht gesehen, weil ich gerade dann Stream. Spul mal deinen Stream zurück. Da kann ich später gucken. Guck dir das mal an. Also beim Clubhaus weiß ich nicht, wie du das verkaufen sollst. Boah. Gerade festgestellt, wieso bei mir die ganze Zeit im Twitch angezeigt wird, ich würde Atlas spielen. Warum? Das ist nämlich umgestellt, ne? Sagen wir mal so, normalerweise, wenn du startest, dann zeigt er dir direkt an und fragt, welches Spiel, dann musst du das noch eingeben. Und ich habe aber diesmal über die App am Handy gestartet und da hat er nicht gefragt. Das ist das Problem. Deshalb steht da Atlas. Das ist natürlich auch gut zu wissen. Für die Zukunft. Ne? Geil, das geht auch am Strand. Dabei müsste er da eigentlich hemmungslos durchdrehen. Ja. Aber der hat so einen Grip. Zieht voll los. Oh, oh, oh. Du hast deine Motorhaube vergessen. Kannst behalten, ist nur unnötiger Ballast. Ich merke das schon. Ja, ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht. Ja, ich werde auch müsst den Stream ausmachen, müssen wir mal gucken. Beide. Genau. So, ich habe den Santa Monica hier im Hintergrund, sitze im Auto. Und irgend so einer hat mich gerade gerammt. Alter, die hat Fuck Me gesagt. Ja, so. Ich fange schon mal an. Verabschiede mich von GTA Online. Vielen lieben Dank für die ganzen Zuschauer und auch an euch natürlich, dass ihr mitgespielt habt. Und ja, auch die anfänglichen Holper-Schwierigkeiten, die ich hatte mit GTA. Heute waren auch ein bisschen Mist, aber es hat ja zum Glück hinterher noch funktioniert. So, von daher bin ich jetzt weg und wünsche jeden anderen einen schönen guten Abend und ja, einen schönen Sonntag. Auf Wiedergeschauen, bis zum nächsten Mal. Hi Raupi. Ciao, ja. Ciao. Tschüssi. So, ich schließe mich dem Peter nämlich direkt an. Hallo Raupi, schön, dass du noch reinschaust, aber wir wollen gerade Schluss machen.
Eventuell wird es gleich noch was anderes geben, aber vielleicht spielen wir auch mal Offstream. Wer weiß, wer weiß. Genau. Ja. Ich wünsche allen eine gute Nacht. Habt vielen Dank, dass ihr dabei wart. Habt einen schönen Sonntag morgen und schaltet gerne wieder rein. Bye, bye.